Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Ulysses Studio 3 für eine seit langer Zeit mal wieder stattfindende Folge von Ulysses Blöds Spiele. Total geil, dass ihr eingeschaltet habt, denn so haben wir eine wunderbare Erklärung, warum wir hier alle sitzen müssen. Ich habe mir für heute erlaubt, zwei willige Opfer zur Seite zu nehmen, die zu Hause ihren Familien erklären müssen, du, wir können leider nicht nach Hause kommen, heute Abend müssen wir mit unserem Chef leider was spielen. Das ist so, weil die Zuschauer uns dazu nötigen, alte Spiele auszupacken, denn heute werden wir Marnon spielen. Wie ihr da schon lesen könnt, des Rätsels Lösung ist Magie. Wunderbares Spiel aus den 80ern von Schmidt Spiele, wie wir hier sehen. Wieder eine Übersetzung aus dem Hause Schmidt Spiele. Das Original stammt nämlich von Avalon Hill, damals unter dem Titel Wizard's Quest erschienen. Deutlich kleinere Box, habe ich auch irgendwo zu Hause rumfliegen. Und ist mal wieder eines dieser Sachen, wo das Cover, dieses formschöne Cover, was uns damals, als diese Spiele uns angelächelt haben im Spieleladen, dazu gebracht hat, das zu kaufen, hat wenig bis nichts mit dem Inhalt des Spiels zu tun. Aber wer will das schon so klein nicht sein? Ne? Also von daher, was machen wir bei Ulysses Blöds? Wir werden jetzt gleich diese Box öffnen, werden dann gemeinsam die Regeln durchlesen und versuchen nach Vorlesen der Regeln oder während Vorlesen der Regeln, mal gucken, das Spiel gemeinsam zu spielen. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, uns dabei zu unterstützen, primär mich anzufeuern und uns darauf hinzuweisen, wenn wir Fehler machen, die wird uns die Inge dann auch lieben gerne wieder mit reinwerfen. Das ist ganz, ganz sicher. Und von daher, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. An. Yay. Hallo. Ihr seht, wir haben hier wundervolle Mitspieler. Wir haben dann nämlich zum einen den Jan Schmid und wir haben zum anderen den Chris. Ohne Schmied. Computer. Genau. Computerschmied. Wir nennen ihn den IT-Chris. So nennen wir ihn auch immer liebevoll hier. Beziehungsweise der, wo ist der Typ, der meinen Drucker in Ordnung bringt? So, genau. Also, Marnon. Wer von euch kennt das? Ja, ich glaube, ich kenne das Original. Also, wir müssen das Wizard, Wizard Quest haben wir mal. Wir müssen das nie fragen, eigentlich, glaube ich. Nee. Noch nicht. Solange es in den 80ern ist, ist das völlig wurscht. Da ist der Chris noch mit der Trommel und Christbaum gerannt. Oh, ich habe auch schon gezockt, aber halt andere Sachen vielleicht. Dann, ja. Wie heißt das, wo man die Karten umdreht und gleiche Paare findet? Memory. Thema Merken, ne? So Namen zum Beispiel. Egal. Aber egal, ich bin da gar nicht dabei. Das wäre voll gemein. Ich habe nie gesagt, dass es ja gut war. Entschuldigung, ich habe dir gerade nicht zugehört. Okay. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ja, ich habe das Original gespielt, Wizard's Quest. Auf irgendeinem. Kommt irgendwann mal, aber. Oh, wei. Ist länger her, als ich zugebe, alt zu sein. Das war auch so eines der Spiele, die man auf Cons tatsächlich gesehen hat. Also, Wizard's Quest, kann ich mich noch daran erinnern, war eine ganze Weile lang durchaus beliebt. Das war so wie Zagos und sowas. Das war so eines dieser Spiele, Titan. Titan auch, ja. Das ist so eine Familie von Spiel. Was ist eigentlich, was Marnon auch zu was Besonderem macht, denn das ist eigentlich jetzt nicht so das typische Spiel gewesen, was Schmidt Spiele gemacht hat in der Zeit. Also die haben ja eher so Sachen dann gemacht wie Talisman und Warlock. Das kenne ich. Kein Scheiß. Talisman kenne ich. Wir bestimmt auch noch. Ach. Warlock haben wir ja auch schon mal gespielt. Habe ich hier verknüppelt da? Weißt ja, du? Das war das mit diesen komischen Runenstäbchen da, oder? Nein. Das waren die drei Magier. Alter, ich wieder. Das war davor, wo wir die Karten hatten. Da mussten wir uns mit den Abteilungen dran erinnern. Ja, das war gut. Da war die Karte dabei. Das war Warlock. Respekt. Man muss nur lang genug bohren, dann kommt das. Ja, kommt da was. Aber gefühlt hat Schmidt-Spiele damals irgendwie alles gemacht. Also die hatten Höllenhaus noch, das war natürlich auch ganz tolles Spiel. Ja. Also habt ihr das nicht auch schon gespielt? Das haben wir auch schon gespielt. Das war das Erste, was wir gemacht haben. Höllenhaus war das Erste, was wir bei Ulysses Blöds gemacht haben. Allererste geplötzte Spiel. Ja, das war das. Nein, das ist nicht richtig. Ich habe schon vorher Spiele geplötzt. Aber das war das Erste, was vor der Kamera geplötzt haben. Ja. Das war das Erste, was wir vor der Kamera geplötzt haben. Und Marnon ist nämlich ein richtiges Strategiespiel. Aber machen wir es mal auf. Gucken wir mal rein. Also, was haben wir denn da drin? Wir haben eine Anleitung. Die ist auch gar nicht so dünn. Dann haben wir ein Spielbrett. Das machen wir mal auf. Oh, gar nicht mal so klein. Ja. Schick. Die Richtung, so, das passt. Sieht auch gut aus. Oh, irre. Ja. Oh, bam. Wow. Für sowas haben wir eine Inge. Sehr schön.
Dazu haben wir praktische Manon-Übersichtstabellen, nämlich 6 Stück. Das ist nämlich für 1 bis 6 Spieler. Das ist doch aus einer Zeit, wo standardmäßig bis zu 6 Leute mitspielen konnten. Ja, Mama, Papa, Oma, Opa. Aber mir fällt gerade was auf. Ja. Tut mir leid, Jan, wir müssen leider ohne dich spielen. Ja. Hier steht nämlich drauf, das ist nur von 12 bis 88 Jahren. Oh. Aber da er 11 ist, kann er nicht mitspielen. Das tut mir jetzt leid. Das ist auch geil, oder? Diese Spiele, die damals immer dieses so bis 88 oder sowas. Irgendwann kann ich mich dran erinnern, dass auf 99. Ich wollte sagen, auf 99 kenne ich. Also das mit 88 war mir noch nie begegnet. Ich finde das auch super, dass man da so eine Altersangabe im Sinne von bis dahin darfst du spielen hatte oder sowas. Ja, das ist irgendwie. Hat man gedacht, naja, über 88 spielen die eh nicht, das ist egal, das kann man draufschreiben. Mit 88 Jahren, da fängt das Leben an. Das war 66, glaube ich. Was anderes ist auch völlig wurscht, ja. Also auf jeden Fall haben wir hier tolle Übersichtskarten. Ich übergebe euch hier allen mal eine Übersichtskarte. Also mit für bis zu sechs Leute und die restlichen 3 packen wir mal weg. Oh, es gibt eine Ork-Phase. Ja, es gibt eine Ork-Phase. Wir haben hier nämlich dann verschiedene Kästchen mit Inhalten. Das ist ganz wichtig. Die Friedensstifterhilfe. Und zwar 3, 4, 5, 7, 3, 28. Dann haben wir, einen Zauberer und den Drachen. Mhm. Plättchen und 6 formschöne Würfel. Verschiedenfarbig auch, guck mal. Bam. Wow. So hat man früher Spiele gemacht. Holzwürfel. Ja, das war damals Standard. Mhm. Plastik war ja, teuer. Teuer. Ja, Holz war Standard. Das kommen aber, wir heute wieder hin, heute ist das Luxus. Aber die Box sieht aufgeräumt aus. Die Box sieht sehr aufgeräumt aus. Ja. Zeige mich mal eine aufgeräumte Box. Ja, wenn man belegt, so das ist hier das Edler ist ein Knaller. Also, boah, da ist psychedelisch. Also hier an der Stelle, das wollen wir auch nicht vergessen, das Cover ist ein echter Jutsche. Mhm. Oha. Ja, wie Kristall damals, ja. Wobei die ganze Optik natürlich, wie gesagt, ist so ein bisschen irreführend, weil das hat mit dem, was wir zum Ende tun. Aber der Drache sieht hier anders aus als da. Ja, der, ist mir der Drache sofort sieht hier aus wie der Drache, den wir hier auch haben. Ach, guck. Nicht so cool wie der da. Ja. Ja. Aber hier, guck mal, mhm. Der Schnauzbart, ne? Das ist ein echter Jutsche, also muss man einfach klar sagen. Gut, so, das packen wir jetzt aber mal alles zur Seite. Jetzt geht's los. Und jetzt... Entschuldigung. Fürchterlich. So, dann haben wir hier das ganze Material und schauen mal, was wir draus machen. Bam. Ich bin mir sicher, wir werden alles davon brauchen. Seid ihr bereit? Aber sowas von. Ja, seid ihr bereit? Können wir loslegen? An der Stelle eine kleine Umfrage, die wollen wir natürlich nicht vergessen. Die wird die Inge, denke ich, sobald sie die Möglichkeit dazu hat, einstellen. Wer von euch kennt Manon? Wer von euch hat Manon gespielt? Das würde uns doch interessieren. Das finden wir doch immer eine wichtige Information, damit wir uns hier nicht alleine alt fühlen. Ich würde mal so tippen, nicht so viele haben das wahrscheinlich gespielt. Ja, das war schon relativ verbreitet. Also wirklich? Ja, also ja. Schmidtspieler hatte in der Zeit wirklich ganz, ganz viel. Ich meine, die haben gemerkt, so rund um das Schwarze Auge, Talisman, Warlock, Höllenhochzeit, da ging was. Das war, ja. Das war die große Fantasy-Schwemme in Deutschland. Mhm. Und plötzlich kam diese Art von Spielen auf. Und die haben wirklich aber wenig selbst gemacht aus dem Bereich. Die haben das meistens übersetzt. Die haben übersetzt und neu bebildert, aber nur die Box. Ja, nur das Äußere. Nur das Äußere. Muss man an der Stelle klar anmerken. Wobei die ich fand die Box von Wizards Quest sah auch super cool aus. Da war so seitlich so ein Drache drauf, der an so einer Burg war. Ja, und so. Ja, ja. Mal gucken, müssen wir das nächste Mal mitnehmen. Aber jetzt wollen wir erstmal reingehen. Schmidt Spielinfo. Spieltyp Fantasy-Brettspiel. Spielerzahl 2 bis 6. Knapp. Altersempfehlung ab 12 Jahre. Hier steht ab 12 Jahre drin. Von daher lassen wir das Geld und darfst mitspielen. Spieldauer 1,5 bis 3 Stunden. Ich bin was. Oh je. Ja, okay. Die Manon-Story. Manon, so erzählt man sich, war einst ein kleines Inselkönigreich in einem fernen Meer der Vergangenheit. Vor langer, langer Zeit kämpften die Herrscher der Insel gegeneinander und zusätzlich gegen die gefährlichen Drachen und die furchtbaren Orks. Um eine Entscheidung herbeizuführen, wer die Krone der Manon tragen dürfe. Die Kämpfe dauerten Äonen. Na dann, also nur weiter beschäftigt. Und waren so heftig, dass schließlich ein großer Zauberer und Hexenmeister mit dem Namen Friedensstifter einschritt. Das ist auch so ein geiler Titel. Ja. Ich bin hier der Friedensstifter. Quatsch! Ja. Das kennt ihr nur. Dutch Fred, ja. Ja, es gibt, wir können es einfach übersetzen. Peacemaker. Der Friedensstifter, sehr schön. Er lenkte die Kämpfe in einen Wettstreit, dessen Sieger schließlich zum rechtmäßigen König
von Marlon ernannt werden sollte. Friedensstifter rief die Herrscher zusammen und gab jedem von ihnen drei Schätze. Eine Krone als Symbol der Autorität, eine Schatztruhe als Symbol für Reichtum, einen magischen Ring als Symbol für Macht. Mhm. Jeder kennzeichnete die ihm zugeteilten Schätze als sein Eigentum. Dann sammelte Friedensstifter die drei Schätze jedes Herrschers wieder ein und gab sie an einen Gegenspieler mit der Anweisung, sie gut zu verstecken. Friedensstifter erklärte schließlich, er werde denjenigen zum König von Marnon berufen, der als erster seine drei Schätze wiedergefunden habe. Heute erinnert nur noch eine Landkarte an Marnon. Dieses Spiel gibt aber den 2 bis 6 Spielern die Möglichkeit, die Rolle eines Herrschers zu übernehmen, der bestrebt ist, zum König von Marnon ernannt zu werden und der folglich auf der Suche nach seinen Schätzen gegen die anderen Herrscher, den Drachen und die Orks, antreten muss. Mhm. Okay. Ihr wisst Bescheid. Also hier mit meinen Schätzen. Du wolltest gerade sagen, Schätze suchen. Spielziel. Wer als erster seine drei Schätze wiedergefunden hat, gewinnt das Spiel und wird zum König von Marnon berufen. Wir haben einen Spielplan, ein Plättchen für den großen Zauberer Friedensstifter, ein Plättchen mit dem Drachen. 130 Ork-Plättchen. Ja, und wie schick die sind, das ist der Knaller. Müsst ihr mal angucken. Hier, das wollen wir uns ja nicht vorenthalten. Das hier ist ein Ork. So, da ist. Nee. Das sind Augen und du bist drauf, das war's. Mehr habe ich nicht. So. Okay, wow. Aber ich meine, er erfüllt seinen Zweck. Ja, also, das ist ein Ork. Das gucken die unterschiedlich oder gucken die alle gleich? Die gucken alle gleich. Okay. So, dann haben Klon-Orks. Wir 6 Spielplättchen-Sätze in 6 Farben für die Spieler. Jedem Satz jetzt bin ich gespannt. Mit einem Helden. Ich sehe, dieses Päckchen ist der 6. Spieler, das wurde nicht oft aufgemacht. Nehmen wir mal eins, das schon ein bisschen kaputter ist, damit ich mich nicht ärgere. So, hier. Bam, da haben wir die unterschiedlichen Figuren. Quadratische Flaggenplättchen. Jedes symbolisiert einen Krieger. Was haben wir hier? Das dürfte der Held sein. Ein Zauberer. Dann haben wir unsere Gegenstände. Das ist leer. Okay. Bam. Wir haben ganz schön viele. Da fehlt eins. Na egal. Also das ist dann der Ring effektiv. Und dann haben wir hier noch die Runden. Das sind 5 Leute. Rechteckige Schatzplättchen, das sind die hier. Das sind die Schätze, 3 Stück. Ein Blankoplättchen. Das Blankoplättchen ist auch extra mit drin, damit wenn man einen. Da, mein Ring. Wenn man den Ring hier verlieren sollte, dann hat man noch ein Plättchen. Das ist ein Aufbewahrungsschatzkistchen. Für all diese. Das ist auch so geil. Das aus der Zeit so ganz typisch, diese ganzen vielen kleinen verschluckbaren Pappplättchen. Genau. Ja. Counter hat man das genannt. Hat was von Counter Risiko, nur mit. Pappplättchen. Da gab es früher extra so Plastikkistchen für, um deine Counter sortiert. Ja. Irgendwie Counter oder Tricks. Du nimmst dir ein original Marnon-Kästchen, um alles drin aufzunehmen. Ja, aber wer hat schon original Marnon-Kästchen? Ja, das vor allem, muss man schon, nicht so viele. Da muss man schon ganz schön geil für sein. Mhm. Guck mal, du bist die Nummer 1, du bist gelb. So, toll. Ich hasse Gelb, nämlich deswegen kriegst du das. Du bist die 2 oder sowas dann dabei, glaube ich. Wenn die nicht aufgeht. 1. Das ist doch. Komm. Die gelben brauchen wir, die runden brauchen wir dann nicht. Ja, komm, gib her. Du kriegst 5 Spieler. Sind. Der Chris ist. Die Rosa. Altrosa. Ich spiele die Altrosa Fraktion. Altrosa, Baby. 4, 5 und 6 brauchen wir nicht, die kommen wir zur Seite. Das ist Schweinchenrosa. Und ich bekomme. Oh, was ist das? Blau-Lila? Ich bleu. Allele bleu. Allele bleu. So, Spielziel. Wer als erster seine 3 Schätze wiedergefunden hat, gewinnt das Spiel und wird zum König von Marnon berufen. Anmerkung: Die runden und quadratischen Flaggenplättchen können bei Bedarf auf dem Spielplan miteinander ausgetauscht werden. Das rechteckige Blankoplättchen wird nur für die Spielvariante benötigt. Wir spielen hier keine Variante. Ich glaube, es hackt. Ja, genau. So. Spielplan und wichtige Begriffe. Schlösser, Regionen, Gebiete. Die Insel Marnon besteht unter anderem aus 8 Schlössern. Diese sind mit arabischen Ziffern von 1 bis 8 durchnummeriert. Hier, das sind die blauen. Das ist das 1, ja, da ist 8. Die 8, ja. Die 6. Okay, das sind unsere Schlösser. Daneben gibt es auf Marnon 6 große Regionen. Diese sind mit römischen Ziffern von 1 bis 6 gekennzeichnet. 1, ja, hier das, 2, hier das, ja. Hier das alles da. Okay, das ist alles 1. Die sind auch farblich gut gekennzeichnet, finde ich, kann man gut erkennen. Okay, das ist schon mal super. Ziffern, Bezeichnung. Es gibt die Ebene 1, das ist hier, das sind die goldenen Dünen. Die Ebene 2, das hier, sind die flüsternden Wiesen. Okay. Die Waldlandschaft 3, das ist hier unten. Nehmen wir die mal runter.
sind die Nebelwälder, die Ebene 4 hier hinten, die Felder der Gefallenen. Also die Namen sind schon großartig. Die 5 ist Wälder der Vergangenheit und dann haben wir die 6 noch die Kristallberge. Oh. Und da kommt, muss man eine Runde Kristall spielen. Oh ja. Jede Region besteht aus 6 Gebieten, die mit arabischen Ziffern gekennzeichnet sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, soweit klar. Felder und Felderschreibweise. Wann immer in der Regel der Begriff Feld verwendet wird, bezieht er sich auf die 36 Gebiete und die 8 Schlösser. Es gibt also insgesamt 44 Felder. Wenn wir von bestimmten Feldern sprechen, bedienen wir uns einer ganz einfachen Schreibweise. Das ist eine schöne Formulierung aus damaligen Zeiten. Eine ganz einfache Schreibweise. Ganz einfach. So, nicht einfach schreiben, folgende Schreibweise. Nee, eine ganz einfache Schreibweise. Und wenn du es nicht kapierst, bist du übrigens doof. Die Schlösser werden nach ihren arabischen Ziffern benannt. Feld 1 ist also das Schloss oben links. Das da. Die Gebiete werden spezifiziert, indem man zuerst römische Ziffer der Region angibt und dann das betreffende Feld. Also Feld 1, 6. Ist dann wo? Du bist so geil, Chris. Hab aufgepasst. Ja, nicht schlecht. Benachbarte Felder. Felder, die, die eine gemeinsame Grenze haben, sind benachbart. Felder, die den Fluss Amnon River. Das ist auch der englische Name noch drauf. Mhm. Krass. Marlon Sea. Krass. Ja, offensichtlich haben sie die Karte nicht neu überarbeitet. Die Karte haben sie nicht eingedeutscht. Okay, also das ist der Amnon River. River. sind nur dann benachbart, wenn sie durch eine Brücke verbunden sind. Aha. Also die hier, 2 und 4. Das hier nicht. Skandal. Eine Besonderheit gibt es noch zu beachten, die Felder 3, 2 und 5, 6. 3, 2 und 5, 6 hier. Die haben so ein Loch. Genau, die haben ein Loch. Ein Wurmloch. Sind durch den großen Tunnel verbunden. Ja, ja. Nicht die große Mauer, der große Tunnel. Das ist der große Tunnel, Baby. Besetzte und unbesetzte Felder. Ein Feld gilt dann als besetzt, wenn sich dort wenigstens ein Mann, Held, kleiner Zauberer oder Ork aufhält. Es gilt als unbesetzt, wenn es leer ist oder sich dort ein Schatz oder aber Friedensstifter oder der Drache jeweils alleine aufhält. Also zusammen nicht, alleine ja. Okay. Streitmacht. Alle Plättchen eines Spielers oder der Orks auf einem Feld bilden eine Streitmacht. Friedensstifter und der Drache gehören niemals einer Streitmacht an und dürfen mit jedem anderen Plättchen auf demselben Feld stehen. Zu beachten ist noch, dass ein Held oder kleiner Zauberer, wir haben nur kleine Zauberer. Wir haben keinen großen Zauberer. Kleiner Zauberer eines Spielers nie dasselbe Feld auf einmal besetzen dürfen. Ah ja, die verstehen sich nicht. Nee. Mögen sich nicht. Einheiten. Jeder Ork, Mann, kleiner Zauberer oder Held auf dem Brett ist eine Einheit. Alle Einheiten in einem Feld bilden also eine Streitmacht. Das sind keine Soldaten, die wir haben, sondern das sind alles einfach nur Männer. Da merkt man auch mal wieder, dass das ein 80er-Jahre-Spiel ist. Es ist einfach ganz klar. So. Aber es wurde darauf geachtet, dass das nicht so brutal war im Sinne von Soldaten und so weiter und so fort, sondern das hat man schon versucht zu vermeiden. Das war auch typisch für die Zeit. Schauen wir mal, wie der nachher das Kämpfen abläuft. So. Die Ork werden wahrscheinlich vertrieben. Ja, wahrscheinlich. Ja. Die werden nicht irgendwie verknüppelt, sondern die werden einfach nur heimgeschickt. Jetzt genau. Ihr geht heim. Oh. Spielvorbereitung. Bevor das Spiel losgeht, sollte sich jeder Spieler erst einmal Papier und Bleistift bereitlegen. Oh, ja. Gute Information. Oh. Inge! Wir brauchen Papier und Bleistift. Liebste Inge. Guck doch mal, ob du irgendwas findest. Ich besitze zumindest auch einen Stift. Boah, du bist so weit voraus. Ja, ich bin einfach glücklicher Besitzer eines Kulis. So, bam. So, wir besitzen auch Block. Ist total geil. Wir sind hier ausgestattet. Wir besitzen Block. Wir können Block. Wir Block. Der ausgebreitete Spielplan liegt zwischen den Spielern. Oder halt ja, so. Tut er einigermaßen. Jeder erhält einen kompletten Satz. Ja. Jeder erhält einen kompletten Satz Spielplättchen. Eine Farbe, einen Würfel und eine Übersichtskarte. Okay, ich krieg mal blau, du kriegst mal hier das da, rot und du bist eh gelb. Bam. Ach, das war mal ein Rot. Okay. Könnte auch das Lila sein. Das ist so ein alles hier eigenwillig, die Farbgebung. Oh, funktioniert das. Da war die Maschine mal. Gelb ist okay, aber ja, das Gelb ist auch noch schön kräftig. Ja. Der Rest hat eher so Fehlfarbencharakter. Wahrscheinlich aber ausgeglichen so, mit der Zeit. Zusätzlich werden die Orks, der Drache und Friedensstifter bereitgelegt. So, Hammer. Bam, hier haben wir das. Hammer. Und hier haben wir die beiden. Packen wir die auch mal hier drüben hin, da sieht man die vielleicht auch besser. Ne? So, die Würfel brauchen wir dann auch. Lassen wir die mal dann brauchen wahrscheinlich nicht. Ja. So. Diese Plättchen werden von Würfeln gesteuert und können während des Spiels von beliebigen Mitspielern gesetzt werden. Für die Phase der Spielvorbereitung wird zunächst der Startspieler ermittelt. Du bist der Älteste.
Wie wir wissen. Okay. Du darfst jetzt einen Glückwunsch mitspielen. Das wird knapp. Nach dem Startspieler sind die anderen Spieler im Uhrzeigersinn an der Reihe. Was man vorab wissen sollte. In einem Feld können sich nicht gleichzeitig Plättchen von verschiedenen Spielern befinden. Da gibt es immer Knüppelei. Feld kann also immer nur von einem Spieler zur Zeit besetzt werden. Auch können Orks nicht in einem Feld mit Plättchen von Spielern gemeinsam stehen. Entweder die Orks halten ein Feld besetzt oder ein Spieler kontrolliert es. Jetzt wird der Plan bevölkert, wobei die nachstehende Reihenfolge exakt einzuhalten ist. Exakt! Hier ist ja kein Spaß. Genau. Nee. Angefangen beim Startspieler setzt jeder Spieler der Reihe nach einen Mann in ein unbesetztes Schloss. Bam. Super. Und ich gehe mal hier unten hin, weil ich es kann. Ist das ein Mann? Ja, das ist ein Mann. In die restlichen unbesetzten Schlösser werden je zwei Orks gelegt. Walte mal deines Amtes ich oder mach mal Orks. Das sind ja ganz schön viele Orks dann schon direkt. So. Jeweils zwei Orks werden in je zwei Gebiete jeder Region gesetzt. Dabei wird zunächst die Region ausgewählt. Am besten beginnt man bei 1. Das steht hier so. Sehr geil. Und dann bestimmt man mit zwei Würfeln die beiden Gebiete, in denen je zwei Orks platziert werden. Okay, glaubst du, kriegst das hin? Würfel mal. Gib mal alles. So, wir sind hier in der 1. Ja. So. Die 1, also hier oben kommen zwei Orks hin. Die 1 geht nicht nochmal. Ja. Eine 5. Da kommen noch zwei Orks hin. Das sind aber ganz schön viele Orks schon bei mir. Da jeweils zwei hinkommen? Das steht hier. Okay. Zwei Orks werden in je zwei Gebiete gelegt. Okay. Bei gleichen Ziffern muss nochmal gewürfelt werden. Steht hier auch. So, dann die 2. 5. Ich habe extra einen grünen Würfel genommen für die flüsternden Wiesen. Die flüsternden. 1. Die 1. Ich kann nur 5 und 1. Ja, das kannst du aber gut. Respekt. Hier unten die Nebelwälder. 2. Okay, ich habe gelogen. Ja, super. Ich bin auch von Orks eingeschlossen. 4. Dahin noch 2. Überall Orks. Ich sehe das schon. So, die 4. 6. Ui. Ja, jeder hat Orks vor der Haustür. Wirklich jeder hat die Orks vor der Haustür. Nochmal. Sag mal. 1. Die 1, natürlich. Hier ist aber echt Orkland, oder? Mhm. So, die 5. So schön da in die Richtung zur 2. 1. Natürlich, was sonst? Ah, ja, ja gut. Ja, ich bin in die Zange genommen. 5. Was sonst? Da noch. Okay. Bäm. Und hier, Kriminus Heilberge. 1. Die 1, die hatten wir noch irgendwo da. 2. Und die noch. Hibtebach und Rimtebach. Sehr gut. In die übrigen noch unbesetzten Gebiete wird je ein Mann platziert. Angefangen beim Startspieler setzt jeder Spieler der Reihe nach je einen Mann in ein unbesetztes Gebiet, bis schließlich alle Felder besetzt sind. Ein Tipp! Zuhören. Es ist recht günstig, seine Männer möglichst in ein Feld zu setzen, die mit einem eigenen Schloss verbunden sind. Mhm. Okay, alles klar. Du fängst los. Bam. Weiter. Völlig irre. Die Spannung ist unten, ist kaum auszuhalten. Unglaublich. Völlig weggetreten. Sag mal, du weißt schon, dass es jetzt Ärger gibt, ne? Ne, klar. Okay, alles klar. Ich wollte es nur sicherstellen, dass wir uns da einig sind. Achso, ich war gar nicht dran. Du bist dran. Oh ja, komm, ey, du Schlumpf, ey. Bam. Es hat bestimmt einen Grund, warum du das machst. Ja, natürlich. Ich keine Ahnung, was ich hier tue. Du willst, komm, setz was. Ich will mich ja auch mal zum Jan bewegen. Ja, ist ja, klar. Mach du noch. Da hast du noch einen, guck mal, bei der 5. Ja. Müsste es gewesen sein. Bam. Nun versteckt jeder Spieler die 3 Schätze eines Mitspielers. Aha. Jeder gibt seine 3 Schätze an seinen linken Nachbarn. Okay. So, das hier brauche ich nicht. Da. So, okay, die habe ich jetzt hier. Sehe ich das richtig? Ja, okay.
an seinen linken Nachbarn. Angefangen mit dem Startspieler legt jeder ein Schatzblättchen mit der Bildseite nach unten in ein Schloss. Am besten nicht in ein Schloss, das vom Besitzer des Schatzes kontrolliert wird. Dann werden die anderen beiden Schätze mit der Bildseite nach unten in einem beliebigen Gebiet versteckt. Zunächst versteckt jeder Spieler Reihe um ein Blättchen und dann Reihe um das nächste Blättchen. Zu beachten ist aber beim Verstecken von Schätzen, dass niemals zwei Schätze im selben Feld liegen dürfen. Ui. Dürfen wir jetzt auch quasi einen Schatz... Das wollte ich gerade fragen. Da nicht mehr in Schlössern. Also beliebige Gebiete, ne? Achso, nur der erste im Nur der Schloss. Erste muss im Schloss, dann wäre beides in einem beliebigen Gebiet versteckt. Ja. Okay, ja gut, ein Schloss ist auch ein beliebiges Gebiet, das stimmt. Völlig beliebig. Viel beliebiger wird es nicht. Kann ich auch. So. Das einfach nach du. Hier. Ja. Völlig geile Karte. Die ganzen bunten Dinge sieht total geil aus. Bisschen psychedelisch. Da hat was Psychedelisches, ja. Ein bisschen. Na? Hat immer noch was zum Risiko. Jetzt komm. Ja, also. Ist kein Schach. Na komm. Ich beuge mich und mach das auch so. Du machst das auch so? Ich wollte, dass ihr dann auch was miteinander zu tun habt. Ich will gar nichts. Nichts mit mir zu tun. Nee, ich will gar nichts mit euch. Die Armee des Schmiedes kommt dich besuchen. Ach, das ist doch alles doof hier. Komm da. Das sieht schön aus da am See. Gut. Schließlich darf jeder Spieler, angefangen beim Startspieler, noch einmal 10 Männer in ein Feld setzen, das er bereits besetzt hält. Alle 10 Männer werden auf einmal und in dasselbe Feld gesetzt. Man beachte, immer wenn ein Spieler 2 oder mehr Männer in ein Feld setzen kann, das gilt für das Hauptspiel, darf er für 2 Männer auch den Helden oder seinen kleinen Zauberer einsetzen. Oder beide zusammen. Aber nicht in dasselbe Feld. Anstelle von vier Männern. Folglich könnte man bei Spielvorbereitung statt 10 Männer auch zum Beispiel 8 Männer plus den Helden einsetzen. Mhm. So, wir haben keine Ahnung, was das tut und wir werden jetzt auch nicht vorgreifen. Mhm. Wir machen jetzt einfach mal. Haben diese runden Plättchen irgendwie dann eine Fünfer? Genau, das sind Fünfer. Ah. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach 2 Fünfer und... Ja, wenn du das willst. 5 Männer, genau. Also. So. Bam, jetzt gib alles. Das ist dann quasi so unsere Armee, die loszieht und vielleicht Frieden stiftet. Der Zauberer. Ja. Keine Ahnung, was das macht, aber ich finde es geil. Nicht. Okay, cool. Finde ich, gefällt mir. Na denn? Los! Hör auf zu überlegen, mach was. Mag's nicht, wenn du denkst. Das geht immer schlimm für mich aus. Na gut. Na gut. Bam. Heldenhaar. Schon ein bisschen geballt hier, oder? Mhm. Finde ich gut. Sieht nach großer Schlägerei aus. Das Hauptspiel. Im Hauptspiel besteht jede Runde aus 5 Phasen, deren Reihenfolge genau festgelegt ist. Genau. Und die zum Teil aus mehreren Einzelschritten bestehen. Diese Phasen sind zur Orientierung für jeden Spieler auf der Übersichtstabelle abgedruckt. An Phase 5 schließt sich wieder Phase 1 an. Ork-Phase 1. 1.1 Ork-Vermehrung. Oh je. Bevor du to detail gehst, Frage unseres kritischen Chats. Ja. Muss der Zauberer nicht in ein anderes Feld? Nein, er darf nur nicht im selben Feld mit einem Helden sein. Genau. Also von daher, der darf da drin sein, aber er darf nicht im selben Feld wie der hier Zauberer sein. Die mögen sich nicht. Nein. Vielen Dank für die Aufklärung. Dankeschön. Eine sehr berechtigte Frage. Übrigens hat die Formulierung, er darf seinen kleinen Zauberer einsetzen, für lustig. Ich habe meinen kleinen Zauberer eingesetzt. Ja, er hat seinen kleinen Zauberer eingesetzt, wir und seinen Helden. So, jetzt macht euch mal Gedanken dazu. Schau mal, was mein kleiner Zauberer macht. Ja, besser als wenn du deinen Friedensstifter holst. relativ. Ork-Vermehrung. Wo wir beim Thema sind. Angefangen beim Startspieler. Der vorherigen Hauptspielrunde bzw. der Spielvorbereitung würfelt jeder Spieler der Reihe nach mit seinem Würfel, um festzustellen, in welchen Regionen sich die Orks vermehren. Würfelresultat 1 ist zum Beispiel Region 1.
Wird eine Zahl gewürfelt, die bereits von einem anderen Mitspieler gewürfelt wurde, muss so lange weitergewürfelt werden, bis noch eine nicht belegte Zahl geworfen wird. Beim Sechs-Personen-Spiel entfällt dieses Würfeln, da sich die Orks logischerweise in allen sechs Regionen vermehren. Und für das Fünf-Personen-Spiel empfiehlt es sich, nur einen Würfel zu werfen. Bla bla, egal. In jeder erwürfelten Region muss ein Ork in jedes Gebiet gesetzt werden, das bereits von Orks bevölkert ist. Ebenso vermehren sich die Orks um jeweils einen in jedem von Orks besetzten Schloss, das in die betreffende Region angrenzt. Da alle Schlösser an mehr Regionen angrenzen, ist es durchaus möglich, dass sich die Orks in den Schlössern um mehr als einen vermehren. Mhm. Sehr gut. Okay, angefangen beim Startspieler. Also, in der Region 6. Das ist hier. Ja, kommt überall. Die Orks. Genau, aber frag nicht wie. Da kommt ein Ork. Ja. Da kommt ein Ork. Jawohl. Da kommt ein Ork. Jawohl. Und da kommt ein Ork. Und da kommt ein Ork. Genau, und da kommt ein Ork. Weil die grenzen nämlich an. Ja. Bäm, bäm, bäm. So, und dann kommt hier noch einer rein, weil das das Schloss ist, was zu dieser Region gehört, oder? Da hatte ich schon einen rein. Ja, aber da kommt noch einer. Also das ist in jeder Region und für jedes Schloss, was mit dran ist, kommt noch einer. Wenn ich das richtig verstanden habe, weil das gehört ja auch zu angrenzen ebenso und das auch grenzen. Das ist jetzt ein Schloss, das an die betreffende Region angrenzt. Ja, okay, gut, geschenkt. Alles klar. Machen wir mal so, es sind ja auch genug Orks. Ja. So, Chris. Nein. Ich würde sagen. Nachmachen. Brennt. Drei. Hier, toll. Jetzt kommt nämlich hier ein Ork. Hier ein Ork und jetzt kommt hier noch einer rein, weil das auch genau in die Region und da angrenzt auch. Und da auch. Ne? Alter, jetzt wird's echt voll. Und da auch. Kommt der auch da nicht rein? Nee, das ist das Schloss. Das ist mein Schloss. Ah, stimmt. Ja, nur da, wo kommt der nicht zu dir? Nicht gleichzeitig. Stimmt, das war eine Regel. Ja, also die drei hatten wir schon. Die fünf. Vier. Da? Jawohl. Da. Das sind ganz schön viele Orks da. Und da. Jawohl. Ah, und da auch. Da auch. Überall Orks. Ich sehe. Orkse. Ich sehe Orks. Viele, viele Orks. Ork-Angriff. Wenn sich in einem Feld vier Orks oder mehr aufhalten, dann fühlen sie sich stark und greifen an. Die rasenden Wildsäue. Sehr gut. Sie greifen jedes benachbarte Feld an, das von Spielern besetzt gehalten wird. Und sie greifen so lange an, bis sie alle diese Felder eingenommen haben oder in ihrem Ausgangsfeld auf einen oder keinen Ork reduziert wurden. Zwei Orks greifen also noch weiter an. Mhm. In welcher Reihenfolge die Orks angreifen, ist ganz genau festgelegt. Ganz genau. Festgelegt. Es wird hier nicht diskutiert. Ja, nicht, dass man, ja? Ja. Und zwar? Im Schloss ganz rechts fehlt ein Ork mit dem blauen Schatz. Wo? Ganz recht? Da. Da? Sagt. Weil, ja, stimmt, weil Region 6 angrenzt und Region 5 angrenzt. Oh. Er hat recht. Alter. Dankeschön, Chat. Dankeschön. Wenn wir euch nicht hätten, wäre mein Schatz nicht so gut bewacht. Toll, danke. Und das Tolle ist, dem Jan, sein Schatz, reibt sich jetzt an seine Hauptarmee auf. Ja, mal gucken, ich bin sehr gespannt. Möglicherweise greift der Erste in Markus an. Das kann sein, ja. Das, weil wir kriegen ja jetzt ganz genau gesagt, ganz genau. Sie angreifen. Zuerst greifen die Orks aus Region 1 an, dann die aus Region 2 und so weiter und so fort. Schließlich kommen die Angriffe aus den Ork-Schlössern. Mhm. Innerhalb der Region kommen die Angriffe zuerst aus dem Gebiet mit der niedrigsten Ziffer. Bei ihrem Angriff aus einem bestimmten Feld heraus halten die Orks ebenfalls eine festgelegte Reihenfolge ein. Zunächst wird die Region mit der niedrigsten Ziffer und hier das Gebiet mit der niedrigsten Ziffer, dann das mit der zweitniedrigsten Ziffer angegriffen. Danach nehmen sich die Orks die nächsthöhere Region entsprechend vor. Zum Schluss sind gegebenenfalls die angrenzenden Schlösser an der Reihe. Also, schauen wir doch einfach mal. Wer greift denn jetzt an? Hier greift kein Ork an. Nö, das sind zu wenig. Wir brauchen nicht schauen, wir haben nirgendwo vier außer in den Schlössern. Du hast völlig recht, das ist total intelligent. Du bist so geil. Ja, aber es ist logisch, das kann ja gar nicht. Es geht gar nicht. Okay, du hast gewonnen. Alles klar, ich hab's verstanden. Also, für die alten Männer hier. Der alte Mann ist weise. Ja, 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 der hat ja auch einen kleinen Zauberer. Ich hab den kleinen Zauberer ausgepackt. So, wo haben wir denn? So, Schloss 1, aus der Region 2. 3. 3 ist das erste. 3 greift an. 3 greift an und zwar zuerst Region 2. Region 2? Und da die 2. Die dritte Nummer.
Die 2 kann sie nicht angreifen. Nee, stimmt. Die 3. Die 3. Warum greift die 3? Das ist doch scheiße. Ja, weil sie immer auf die Kleinen gehen. Das ist so, okay, alles klar. Jetzt müssen wir mal gucken, was dann passiert. Orks können auch durch den großen Tunnel hindurch angreifen. Oha. Ja. Aber erst dann, wenn sie alle anderen benachbarten Felder angegriffen haben. Orks greifen natürlich keine von Artgenossen besetzten Felder an. Sie greifen keine leeren Felder an und keine Felder mit einem Helden, Friedensstifter oder den Drachen. Wie ein Angriff ausgetragen wird, entnehmen Sie bitte dem Kapitel 7, Abwickeln von Kämpfen. Na super. War ein Ork, Angriff der Orks erfolgreich, dann zieht ein Ork aus dem Angriffsfeld in das besiegte, nun leere Feld und besetzt es. Allerdings muss mindestens ein Ork im Angriffsfeld zurückbleiben. Wenn also ein Ork als Sieger aus diesem Kampf hervorgeht, kann der verbliebene Ork nicht das besiegte Feld ziehen. Es bleibt leer. Okay. Ork 1.3, Ork Auffüllung. Vermehrung, Angriff, Auffüllung. Wenn alle Angriffe der Orks abgewickelt worden sind, wird in jedes unbesetzte Feld je ein Ork gesetzt. Okay. Drachenphase 2. Das steht hier auch wahrscheinlich alles so drauf, oder? Ja. Wenn man nachguckt, steht super drauf. Auffüllung steht genauso drauf. Nachdem sich die Orks ausgetobt haben, greift der Drache an. Super. Zunächst würfelt ein beliebiger Spieler mit einem Würfel, um festzustellen, in welcher Region der Drache angreift. Dann würfelt ein weiterer Spieler und legt somit das Gebiet fest. In Schlössern landet der Drache nie. Klar. Okay. Macht Sinn. Macht Sinn. Beispiel. Es werden nacheinander die Ziffern 4, 5. Ja, okay, das ist sehr eindeutig, das Beispiel. Ist der Drache in einem besetzten Feld gelandet, wirft man nochmal einen Würfel, um festzustellen, wie viele Einheiten in dem betreffenden Feld verschlungen werden. Okay. Ja, okay. Aber er muss ja in einem besetzten Feld landen. Es gibt ja keine Unbesetzten. Ja, aber verschlingt halt einfach. Ja, alles klar. So, boom. Immer im Spiel, wenn Einheiten eines Spielers dezimiert werden, kann dieser selbst entscheiden, welche vom Brett genommen werden. Friedensstifter kann nicht vom Drachen angegriffen werden, wohl aber die Einheiten, die mit ihm zusammen in deinem Feld stehen. Und natürlich können nicht mehr Einheiten gefressen werden, als sie überhaupt im betreffenden Feld befinden. Okay, also, wenn der Drache nur Orks verschlungen hat, fliegt er allerdings zum nächsten ausgewürfelten Feld weiter und frisst dort. No. Nach obigen Regeln weiter. Bis er ein Feld erreicht, in dem er mindestens einen Mann, einen Helden oder einen kleinen Zauberer verschlingen kann. Ah ja, dann Orks schmecken nicht. Nee, Ramine, die machen nicht satt. Ja, erst dann ist sein Appetit gestillt. Nom, nom, ja, alles klar. 3. Friedensstifterphase. Nachdem der Drache die Insel etwas entvölkert hat, tritt jetzt endlich einmal ein positives Ereignis ein. Friedensstifter macht einen Zug. Das Feld, in das er sich begibt, wird wie beim Drachen ausgewürfelt. Das Feld, in das Friedensstifter zieht, erhält von ihm 3 weitere Männer oder Orks zur Verstärkung, je nachdem, wer es zurzeit besetzt hält. Unbesetzte Gebiete erhalten natürlich keine Verstärkung. Auf jeden Fall positiv für die Spieler ist allerdings eine andere Wirkung. Friedensstifter schützt die ganze Region, in der er sich gerade aufhält. Kein Feld dieser Region darf von einem Spieler angegriffen werden. Allerdings können in der beschriebenen Ork-Phase die Orks die Gebiete dieser Region schon angreifen, nur halt nicht dasjenige Feld, auf dem sich Friedensstifter gerade befindet. Die halten sich einfach nicht an die Regeln. Die halten sich nicht an die Regeln, ja. Aber wir dürfen, also wenn Friedensstifter hier drin steht, dürften wir uns hier auch nicht prügeln. Ich wollte sagen, endlich mal was Positives für die Spieler. Die Orks vermehren sich, stand hier quasi da. Ja, Friedensstifter. Super positiv. Super. Und dem Drachen macht alles hier oben gar nichts aus. Er greift alle besetzten Felder an, kann aber Friedensstifter nicht verschlingen. Möglich ist aber, dass man einen Angriff aus dieser Region heraus gegen ein Feld außerhalb der geschützten Region startet. Okay. Viertens, Startspielerphase. In jeder Runde wird in dieser Phase ein Startspieler ermittelt. Jeder Spieler ist so lange Startspieler, bis in der nächsten Runde wiederum in dieser Phase ein Startspieler ermittelt wird. Wer die höchste Zahl würfelt, wird zum Startspieler. Fair. Das ist ja mal straight. Okay, fünftens Einzelspielerphase. Angefangen beim Startspieler unternehmen die Spieler im Uhrzeigersinn nacheinander die folgenden Spielschritte. 1-3. Erstens Friedensstifterhilfe. Insgesamt 10-mal im Spiel. Okay, das müssen wir uns wahrscheinlich aufschreiben. Darf jeder Spieler Friedensstifter um Hilfe bitten? 10-mal. Das ist auch so eine geile Zahl. Deswegen haben wir den Strich. Völlig wahllos groß. Er bietet die folgenden 5 Möglichkeiten an. Wer davon in seinem Spielzug Gebrauch machen möchte, kann das nur in diesem Augenblick tun. Man sagt dann diejenige Hilfeleistung an, für die man sich entschieden hat, führt diese aus und notiert es auf einem Zettel mit einem Strich. Ah, sehr schön. In seinem nächsten Spielzug kann man an dieser Stelle, wenn man möchte, wieder die Hilfe in Anspruch nehmen. Dabei ist es egal, ob man sich für eine Hilfe entscheidet, die man bereits eingesetzt hat oder eine andere.
Einzige Ausnahme, das Umsetzen eines Schatzes. Möglichkeit 3. Möglichkeit 1. Zwei Männer zusätzlich. Ich hätte gern zwei Männer zusätzlich. Man erhält zwei Männer zusätzlich und setzt diese beide in ein beliebiges Feld, das man gerade besetzt. Möglichkeit 2. Ein Mann zusätzlich und einen extra Angriff. Das klingt echt wie eine Bestellung beim Wirt, oder? Ja, genau. Zwei Mann zusätzlich, bitte. Ich hätte gerne noch einen extra Angriff. Mit extra Angriff, bitte. Man erhält einen Mann zusätzlich und setzt ihn in ein beliebiges Feld, das man gerade besetzt hält. Kennen wir. Außerdem darf man nach seinem folgenden regulären Angriff einen zusätzlichen Angriff starten. Das heißt natürlich, dass man über einen extra Angriff entscheiden muss, bevor man über den Ausgang des regulären Kampfes Bescheid weiß. Mhm. Möglichkeit 3. Umsetzen eines Schatzes. Man darf einen beliebigen gegnerischen Schatz, ohne ihn anzuschauen, in ein anderes Feld umsetzen, in dem noch kein Schatz liegt. Achtung! Diese Hilfe wird einmalig im ganzen Spiel gewährt. Hat ein beliebiger Spieler sie einmal angewendet, kann sie kein Spieler noch einmal anwenden. Oh! Alles klar. Möglichkeit 4. Resttruppenverstärkung. 6 Männer. Okay. Das sieht so wie Restrampe. Sofern man zurzeit weniger als 7 Einheiten auf dem Feld hat, erhält man zusätzlich 6 Männer, die man auf ein oder mehrere Felder, die man kontrolliert, verteilen kann. Möglichkeit 5. Angriff über einen Fluss oder See. Man kann ein Boot für einen folgenden regulären Angriff benutzen und darf von jedem Feld aus, das an den Manon Sea oder Amnon River, hier steht es tatsächlich nicht als Fluss, sondern River dann auch, angrenzt jedes andere Feld angreifen, das am selben Gewässer liegt. Okay, das heißt, wir können hier dann übersetzen oder einmal wild über den See fahren. Okay. Pro Runde darf jeder Spieler aber nur eine dieser 5 Möglichkeiten ausführen. Boom. Verstärkung. 5.2. Vor dem Angriff erhält jeder Spieler Verstärkung für seine Königreiche. Aber vor dem Angriff, okay? Vor dem Angriff, okay. Ein Königreich ist entweder ein einzelnes Schloss oder eine Gruppe von benachbarten Feldern, zu der mindestens ein Schloss gehört. Okay, also das hier wäre ein Königreich. Mhm. Das da ist auch ein Königreich übrigens. Nee, ist kein Schloss. Ist kein Schloss. Kein Schloss. Das da ist ein Königreich. Mhm. Okay, alles klar. Also man braucht Schlösser. Schlösser wichtig. Habe ich jetzt verstanden. Die Felder aller Königreiche werden zusammengezählt und ergeben somit die Anzahl der Verstärkung gleich Männer eines Spielers. Allerdings erhält man immer mindestens 4 Männer Verstärkung. Wow. Okay. Da kommt ein bisschen was zusammen. Ja. Ich glaube, ich habe ein ganz ordentliches Königreich. Hier übrigens Klugscheißer mag keiner. Ne? So, diese Einheiten kann man beliebig auf die Felder verteilen, die man selbst besetzt hält. 5.3 Angriffe. Jeder Spieler kann in seiner Spielrunde, wenn er möchte, einen Angriff starten, außer Friedensstifter, dann darfst du 2, und zwar auf die Mitspieler oder die Orks. In einem Angriff kann die Streitmacht eines Spielers aus einem Feld heraus ein benachbartes Feld angreifen. Der Angriff tobt so lange, bis entweder das Feld des Angreifers oder das des Verteidigers auf 0 Einheiten reduziert wurde. Allerdings darf der Angreifer eine Attacke jederzeit nach einem Teilangriff abbrechen, womit sein Zug dann endet. Zu Beginn des gesamten Angriffs und nur dann kann die Streitmacht des Angreifers durch eine beliebige Anzahl eigener Einheiten erhöht werden, die in Feldern stehen, die zum Angriffsfeld benachbart sind. Man kann also bei einem Angriff die angrenzenden Felder, die man selbst besetzt hält, räumen und die betreffenden Einheiten in das Angriffsfeld ziehen. Nur mindestens je eine eigene Einheit in dem betroffenen benachbarten Feld verbleiben muss. Okay, also das heißt, wenn du hier 2 hättest, könntest du einen rausziehen, aber nicht beide. Ja, macht ja Sinn. So, nur zu Beginn des Angriffs darf außerdem der Held oder der kleine Zauber von jedem beliebigen Feld aus ins Angriffsfeld gezogen werden. Okay, die hüpfen also wild durch die Gegend. Das geht natürlich nur, wenn sie noch keine dieser beiden Figuren bereits im Angriffsfeld haben. Ein Feld, das als Ergebnis eines Kampfes leer wird, wird vom Sieger der beiden Parteien besetzt. Und zwar mindestens mit einer Einheit und höchstens mit so vielen Einheiten, dass noch eine Einheit im benachbarten Ausgangsfeld bleibt. Okay. Wenn die Orks einen Angriff gewinnen, das hatten wir eben. Möglich ist auch, dass man sich bei einem Angriff gegenseitig vernichtet und die betreffenden Felder dann beide leer werden. Man kann als Spieler kein Feld angreifen, in dem der Drache steht. Mhm. Und eben Friedensstifter die ganze Region. Wer einen extra Angriff startet, kann vor diesem zweiten Angriff das Angriffsfeld neu wählen. Okay. Abwickeln von Kämpfen. Wer angreift oder sich verteidigt, für den ist wichtig, welche Kampfstärke seine eigene beteiligte Streitmacht hat.
Und dass sich diese Kampfstärke bei der Verteidigung noch erhöht, wenn man sich in einem schwer einzunehmenden Gebiet befindet. Die Kampfstärke der Männer und Orks entspricht der Anzahl im jeweiligen Feld, aber nie größer als 4. Okay, also das heißt, auch hier ist es nur 4, die Stärke. Der Held hat ebenfalls eine Stärke von 1, erhöht allerdings die Kampfstärke der Männer im selben Feld um 1. Also okay, auf Beispiel, die Kampfstärke von 6 Männern plus Held in einem Feld ist 5. 4 ist höchstens und plus 1 ist 5. Außer Zauberer, der macht. Der kleine Zauberer hat eine Stärke von 2. Verrückt. Und erhöht die Kampfstärke der Männer im selben Feld um 2. Warum hat der den Glauben? Warum haben wir nur einen blöden Helden und keinen geilen kleinen Zauberer? Weil wir nicht von Orks angegriffen werden. Naja, wahrscheinlich. Wer sich aus einem Wald oder Berglandschaft heraus verteidigt, also das hier oder die Wälder, also hier die ganze Region, erhöht seine Kampfstärke zusätzlich um 1. Also nur die Verteidigung, nicht im Angriff. Wer sich gar aus einem Schloss heraus verteidigt, erhöht die Kampfstärke zusätzlich um 2. Wer sich gegen einen Angriff verteidigt, der über eine Brücke oder durch den großen Tunnel erfolgt, erhöht seine Kampfstärke um 2. Okay, macht Sinn. Wer sich gegen diesen Angriff aus dem großen Tunnel heraus zur Wehr setzt, erhöht aber nicht noch zusätzlich seine Stärke um 1, da er im Wald steht. Okay, oh Gott, was ein Durcheinander. Also das heißt, das hier ist 2. Hätten sie auch stattdessen sagen können, plus 1 für den Wald ist gleich 2. Ne? Wäre auch einfacher. Aber so ja, lieber eine Ausnahme einbauen an der Stelle. Ja. Das ist viel sinnvoller. Weil der Tunnel ja immer nur im Wald ist. Ja, eben, weil ich ja sage, es gibt ja den Tunnel nur im Wald. Ja, eben. Ist die Kampfstärke der beiden am Kampf beteiligten Parteien ermittelt, würfelt jede Partei mit einem Würfel. Das Würfelergebnis gibt den Vernichtungsfaktor. Alles klar. Ja. Das heißt, würfelt man eine 4, so sind 4 Einheiten des Gegners vernichtet. Aber der Vernichtungsfaktor darf die eigene Kampfstärke nicht übersteigen, denn dann verliert der Gegner nichts. Ah, wenn ich nur 4 habe, würfel eine 5, verliert der Gegner gar nichts. Blackjack. So, selbstverständlich kann man höchstens so viele Einheiten verlieren, wie man im betreffenden Feld positioniert hat. Liegen die erwürfelten Vernichtungsfaktoren des Angreifers und des Verteidigers beide über den jeweiligen Kampfstärken, so verliert der Angreifer eine Einheit. Okay, auch so eine Spezial-Sonderregel. Dann nur der Angreifer verliert dann 1. Die verlorenen Einheiten, kleiner Zauber und Held, gelten jeweils als eine Einheit, werden vom Brett genommen und an den betreffenden Spieler für einen eventuell späteren erneuten Einsatz zurückgegeben. So, bum, bum, bum. Hier noch ein Beispiel für einen tobenden Kampf. Das brauchen wir nicht. Finden von Schätzen, das ist noch wichtig. Wer ein Feld besetzt, das einen seiner Schätze beherbergt, darf das Schatzbildchen vom Brett nehmen und es aufdecken. Ist es. Eine Schatztruhe erhält man 4 Männer, die sofort in das Feld gesetzt werden, in dem sich die Truhe befindet. Aha. Eine Krone erhält man 3 Männer, die man im beliebigen Feld setzen kann, die man gerade besetzt hält. Der magische Ring darf man sofort einem beliebigen Gegner insgesamt 3 Einheiten vom Brett nehmen. Ach ja, der Ring halt, ne? Ring der Macht. Ja, der Ringe, genau. Spielende. Wer eine 3 Schätze zuerst gefunden hat, hat gewonnen. Mhm. Verhandlung. Da man im Spiel eigene Einheiten nur dadurch räumlich verschieben kann, indem man zum Kampf antritt, sind kleinere Absprachen der Spieler untereinander während des Spielzugs erlaubt, damit man nicht sinnlos Felder nur deshalb angreift, um in einer gewünschten Richtung voranzukommen. Beispiel. Wenn du dich jetzt nicht durch meine Gebiete an meinem Schloss vorbeikämpfst, dann gehe ich da unten an deinem schwachen Feld vorbei, in dem nur ein Mann steht. Das lassen, das ist ja Quatsch. Super Streitmächte. Sollte der äußerst unglaubliche Fall eintreten, dass die Streitmächte eines Spielers oder der Orks so mächtig sind, dass sie ein Plättchen, dass einem die Plättchen ausgehen, geil, dann gilt, außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Die Spieler behelfen sich mit Papierstückchen. Oh. Okay, I see. Sehr geil. Okay, cool. So, also Orks greifen an. Ja. Und zwar beginnen wir mit diesen Orks, die mich hier angreifen. Richtig. Richtig? Super. Richtig. So, wer möchte denn für die Orks würfeln? Du würfelst mal. Das ist meine halt. Lässt du meinen Würfel los? Also die das Orks ist, haben wir das hier ist der Ork von 4. So, müssen wir hier drauf würfeln? Komm. Das sieht man da doch nicht. Entschuldigung. Eine 5. Oh, nix. Da machen sie gar nichts. 5, auch nix. Ja. Aber sie sind Angreifer, das heißt, sie verlieren einen. Richtig. Patsch. Patsch. Ha! Ich ha! Sie machen aber weiter. Du hast einen Ork erschlagen. Ja, genau. Das heißt, Niedrigwürfeln ist angesagt. Ja. Niedrigwürfeln ist angesagt. Oh, du kannst 5. Das. Kann ich nicht. Nee. 2. Patsch. Bring dir einen Ork weg. Sehr geil. So, und jetzt eine 1 und dann... Nö. Nee. Das nimmt. Nee. Wieder nee. Ein Ork weg. Patsch.
Und jetzt greift er nicht mehr. Wir hören auf. Jetzt hört er auf. Das ist ja auch klar. Ich meine, hallo, den. Selbst dezimiert. Oh, hab ich den Ork mal hier. Hier. Yay! Und hättest du eine 1 gewürfelt? Hätte ich sogar noch einen Platz gehauen, ja. Genau. Ja. Das hätte keinen Unterschied gehabt. Keinen großen Unterschied. Also. Das ist identisch. Ja. So, dann haben wir hier noch. Und der greift. Wieso haben wir da noch? Wir haben noch nicht gewürfelt, oder? Wieso? Das sind 4. Ah, immer wenn es 4 sind, richtig? Immer wenn es 4 sind, sind sie auf Ärger aus. Die sind auf Ärger aus und die greifen als erstes. Das fällt dir an. Weil Feld Nummer... Sie greifen das niedrigste Feld an, 4. Ja, aber sie greifen das niedrigste Feld im niedrigsten Gebiet an. Das gibt ja nur das hier, weil sie können das nicht angreifen, das sind Orks. Sie können das nicht angreifen, das sind Orks. Ja, das heißt, sie können das oder das angreifen, das hier ist die 4, das ist die 5. Dann greifen sie da an. Greifen sie da an. Ja. So, ich habe hier ganz viele Leute. Das ist plus 1, egal, weil mehr als 4 geht nicht, das heißt, du hast 4 plus 1. Die greifen da nicht an, weil da der Held drin steht. Ja, und der Held sagt, wenn der Held drin steht, kann greifen. Nicht von Orks angegriffen werden. Also greifen sie sich das an. Das habe ich bei den Regeln nicht vorgelesen, ne? Mhm. Das stand nicht dabei. Ja, das da können wir ja nichts für. Das steht hier auf dem... Okay. Ah. Das heißt, okay, das ist der Vorteil vom Held. Ja. Das ist ganz schön geiler Held, ey. So, dann greifen sie mich hier nicht an, dann greifen sie dich da an. Ja. Das ist richtig. Ja. Ja. Mein Held ist mir was gut. Yay. Yay. Gut, komm, lass dich verknuppeln. Ja, schauen wir mal. Oh. Nö. Ja, da geht einer. Platsch. Also Orks sind irgendwie nicht cool. Nee. Oh Gott. Ja, da geht einer. Ja, ist gar nicht so einfach, so niedrig zu werden. Guck dir das mal an, ey. Und dann hört es auch schon auf. Oh. Ich finde, die Orks sind ganz schöne Luschen. Ja. Also, das muss man schon das klar sind sagen. Ziemliche Luschen, ja. Das sind ganz schöne Luschen. So, also, hier. So, die hier. Greifen die 4 an. Die greifen das Feld an. Ja, genau. Richtig? Ja. Okay, dann greifen wir mal. Das heißt, das hier ist die 4 und das ist die... Das hier geht erstmal nach Region. Die Region 4, das ist die Region 5. Und das hier ist die Region 6. 6, ja, okay. Ja, dann greifen sie hier an. Da, richtig. Also greifen sie an. So. Treffer! Das ist richtig. Ich bin tot. Batsch! Bin ich tot. Ja, guck mal, wie die Orks. Der Ork marschiert jetzt hier rüber. Und vermehrt sich. Nein. 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 Er ist eine Wachstumsfrau. Die Ork-Vermehrung haben wir schon. Die Orks haben sich schon mal durch vermehrt. Ja. So, aber die greifen jetzt hier noch an und zwar hier. Ja. Weil 5 vor 6. Genau. Ja. Ja, los. Oh. Ist einer weg? Na komm, einen haben wir noch. Einer reicht noch. Ne? Oh, ich würde ihn sogar erschlagen hier. Guck, das macht keinen Unterschied. Macht keinen Unterschied. Okay, also wir haben die Orks weiterhin dezimiert. Total super. Ja. So, und dann greifen sie tatsächlich mich an. Ja, deine große Streitmacht. Das ist natürlich extrem dämlich. Also die waren nie für ihre Intelligenz. Nee, die greifen erstmal hier an. Weil? Nee, das ist ein Held. Greifen sie nicht an. Ja. Heldenhaft, das lassen sie mal. Hier, wir haben die auch vergessen. Ich hab mich ja da verteidigt. Da hätte ich sogar eine 6 gehabt. Ne? Du hättest hier sogar noch einen Bonus mehr gehabt. Und hier im Wald hatten wir auch vergessen. Nein. Kriegst du auch einen Bonus für die Verteidigung. Wegen Waldverteidigung, richtig. Plus 1. Die Orks waren so versagermäßig drauf, das ist eine Tutorial-Runde, die Orks uns hier gerade bieten. Ist aber auch egal, ob ich nur plus 1 auf Verteidigung kriege, weil ihr habt eh immer einen Ork erschlagen. So, also die greifen dich jetzt hier an. Ja. Und du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, eine 6. Nee, eine 7. Das heißt quasi, wenn du würfelst, gehen einfach die Orks. 4 plus Zauberer ist 6 plus Wald 7. Ja. Das heißt, also die egal, was ich würfel, so viele Orks sterben. Ja. Dann nimm mal deine Orks weg, aber ich verliere auch einen. Ja. Das sind nicht meine Orks. Ich will das an der Stelle nochmal anmerken. Ja? Du hast gewürfelt. Die Orks hier gehören dem Spiel. Kann er auch das ist die einzige Eins, die wir gewürfelt haben. Da konnte es mal keine 4 werden. Also, nee. Ey, das heißt, du kannst auch einfach dann gleich in das Feld reinlaufen und deckst lassen. Nein, weil jetzt kommt die Ork-Auffüllung, dann kommt wieder ein Ork rein. Ah, okay, ja gut. Oh, total krass, das ist verrückt. So hier, guck mal, die Ork-Auffüllung. Hey, da ist ja gar nichts los. Drachenphase! Nom, nom, nom. So, die Drachenphase. So, wir haben aber keinen beliebigen Spieler. Du bist Startspieler, los! Ich bin der Startspieler, ich bin kein beliebiger. Du bist ja beliebig. Du bist so beliebig, mein Freund. Nein! Wir müssten eigentlich Inge auch noch 2 Würfel geben und dann kann er einfach mal einen Drachen würfeln. Leute. Ja, also. In 6. der Region Nummer 6. In der Mitte? Nee, das ist da. Ah! So, ein anderer Spieler, du, Chris. Wir wollen hier eine. Drauf, hier drauf. Wir hier wollen drauf, eine 4. Na, da 1. Was kann der Chris? Nichts. 1. Ja. Okay, er frisst hier. Okay, frisst 3 Orks. Der kommt hier rein.
Frisst drei Orks. Frisst alle Orks. Macht aber weiter. Ja, ja, Moment mal. Jetzt müssen wir doch mal gucken, wie er weiterwürfelt, ob er irgendwo hinfliegt. Das haben wir nicht geklärt. Lass das mit dir. Hörst du auch mit der Hand an die ganze Zeit zu wackeln? Das macht mich ja nervös. Wir skandieren. Viel. Fliegt er allerdings zum nächsten ausgewürfelten Feld weiter. Okay, es wird nochmal komplett gewürfelt. Okay. Bis er eine von dir frisst. Drei. Die drei. Eins, zwei, drei. Nee! Chris. Das ist meine Region. Chris, gib's ihm. Nee, nicht die drei. Du wirfst nochmal. Ach, den Feld. Festung. Ja. Ach so. Eins. Hab's. Ey! Ja. Ist er fertig? Ja. Na toll. Der eine reicht ihm. Total süß. So, Friedensstifter. Wo landet der Friedensstifter? Genau, der wird jetzt genauso gewürfelt. Auf Region 3. Würfel nochmal. 5. 5. Da. Ja, da darf er gerne kommen, weil da lässt er mir jetzt drei weitere Leute da. Ja. Tup. Du warst so nett, lieber Markus. Du kriegst 3. Das sind keine Soldaten. Einfach so. Männer. Sehr schön. Startspielerphase. Jetzt dürfen wir alle mal würfeln, wer Startspieler nächste Runde wird. Oder ab jetzt? Jetzt direkt Startspieler wird. Richtig? Jetzt direkt. Jetzt direkt. Eins. Du bist Startspieler. Ich bin der Startspieler. Du bist der Startspieler. So, jetzt kommt Friedensstifter Hilfe. Ich brauche keine Hilfe von dem Friedensstifter da. Willst du eine Hilfe vom Friedensstifter? Nein, ich glaube, das ist für jeden Einzelnen, oder? Ja, genau. Willst du eine? Das heißt, jeder kann 10 Stück in Anspruch nehmen, richtig? Ja, warum denn nicht? 2 Männer. 2 Männer. Boom. Ich nehme auch eine Hilfe vom Friedensstifter und verschiebe einen Schatz. Ja, das ist aber das. Du weißt, dass das erst nur einmal im ganzen Spiel. Ja, aber glaubst du, ich will, dass du den jetzt direkt kriegst? Das Problem ist, ja. Wir alle dürfen dieses Ding nur einmal im Spiel machen. Ja, aber ich will dir deinen Schatz nicht gönnen. Ich bin einfach. Ja, es macht aber Sinn, das aufzuheben für den Moment, wenn einer 2 Schätze hat und kurz vor dem dritten steht, um ihn dann wegzunehmen und nicht am Anfang. Aber es ist. Ey, aber es war unter uns. Echt Klugscheißer mag echt gar keiner. Dann nimm ihn weg. Auf der anderen Seite will ich das wirklich? Will ich vielleicht. Ich darf hier nur den Schatz von einem anderen Spiel. Ich darf hier nicht meinen Schatz. Du darfst deinen Schatz nicht nehmen. Nee, das stimmt. Das ist richtig. Ja. Ja, ich mach das. Gut. Okay. So. 1. So. Also Schatz umsetzen. Wir dürfen jetzt nie wieder Schatz umsetzen. In diesem Spiel. Nein. Jeder von uns. Nein. Deswegen habe ich dir das gerade erklärt. Jetzt hör auf, mich da so anzuflöten. Hallo, ich kann nichts dafür, dass ich beim Vorlesen nicht zuhören kann. Also von daher, was steht da genau? Schreib mal den Namen, Markus. Wird einmalig im Spiel gewährt, hat eigenliebmäßig angewendet. Ja, richtig so. Pech, mein Fehler. Schade. Oh. Ups, habe ich dem Jan da vielleicht irgendwie. Das ist ja voll gemein. So, okay. Trotzdem. Ja, ich hätte das auch nicht da platziert. Das war nämlich voll sinnfrei. Wer macht denn sowas? Okay, gut, alles klar. Verstärkung. Ja. Richtig? Verstärkung. Verstärkung. Verstärkung für seine Königreich. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boah. What? Boah. Wir haben den einfach zu viel machen lassen, glaube ich. Es war nicht gesund. 3, 4, 5. Alter. Du kriegst auch. Die darfst du irgendwo hinsetzen, ne? Ja. Beliebig verteilen. Okay, Respekt. Alles klar. Ich krieg dann wohl 5. Du kriegst 5 und ich bekomme 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das war's. Das heißt, man baut am besten so einen richtig schönen Doomstack. Also ich... Für 2 nehme ich mir auch noch mal einen kleinen Zauberer. Ich bringe mal meinen kleinen Zauberer ins Spiel. Ah ja, auf einmal! Ah ja, hallo. Schönen guten Tag. Ich bin Ihr kleiner Zauberer. Und dann gehst du zum großen Zauberer, damit du mal was lernst. Ja, das darf ich ja. Da darf ich mich ja reinstellen. Das ist schon ganz wichtig. Da muss man schon mal ein bisschen Prio setzen. Sag mal, wer hat denn mein ganzes Zeug so wild über das Feld verteilt? Keine Ahnung, wer sowas macht. Ich bin blau, ne? Voll doof. Ah, ich glaube, ich muss mich hier mal irgendwie... Ich muss mich da mal verteidigen. Ich weiß, es geht sonst schlimm auch. Warum stehe ich denn mit denen da? Ist voll sinnfrei. Egal, also...
Ich glaube, ich muss jetzt mal ein paar Schlösser erobern und sowas. Man kann aber nur einen Angriff machen, richtig? Richtig. Oh, verdammt! Außer du kaufst einen zweiten Angriff. Hätte ich das mal gemacht, statt deinen Schatz zu verschieben. Egal! Gut, Angriffe. Du darfst angreifen. Wen willst du angreifen? Diesen Ork. Diesen Ork. Mit diesen Leuten da, richtig? Ja. Kannst ja keine Leute zusammenziehen, ist ja kein Platz für. Ich könnte theoretisch von da, wenn ich einen weiteren dahingesetzt hätte, aber habe ich nicht. Okay, weil ich dachte, der Ork das auch nicht. Plus zwei Verteidigung? Genau, der Ork hat plus zwei Verteidigung. Das heißt, wir dürfen jetzt mal für den Ork würfeln. Wo ist der schwarze Ork-Würfel? Da ist der schwarze Ork-Würfel. Der hat jetzt einen Wert von 3. Mhm. Versage Ork. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal fort. Gut. Würfel doch hier drauf, dann sehen wir es auch dann. Entschuldigung, alle, Gut. 5. Tot. Wir sind sehr verblüfft. Okay, wir sind völlig verblüfft. Gehst mal mit allen Leuten da rein. Ja. Fühlst dich jetzt auch mächtig, nur weil du da mit einem kleinen Zauberer und 7 Mann drin stehst. Ja. Ne? Ich fühle mich da gut. Ja, das dachte ich mir schon. Ist das widerlich. Okay, gut. Jetzt war interessant, ist das jetzt hier ein Königreich und das ist noch ein Königreich? Nee, es ist nur ein Königreich. Ist ja völlig egal. Ich habe ein Königreich mit zwei Schlüsseln. Ja, genau. Aber wenn hier zwischendrin nichts wäre, würdest du ja in jedes Königreich tatsächlich was kriegen. Weiß ich nicht, ob man nur für ein Königreich was kriegt. Nee, für alle deine Königreiche. Für alle können wir dann. Ja. Aber gut, ich meine, es ist trotzdem so besser, weil du natürlich mehr Leute hast, also mehr Platz hast. Man muss dir einfach mal ein bisschen was abschneiden, damit das nicht so viel Königreich ist. Ja. Du scheißt da ja momentan. Ja. Truppen aufs Feld. Genau. Irre. Wie greifst du an? Das Feld. Von dort. Okay. Das ist schon... Ja. Die sind weg. Die sind weg. Die sind weg. 4 auf jeden Fall. Du hast plus 2. Ja, die Orks sind... Sind nicht so doll. Warte mal, das sind 2. Oh, kommt so. Okay. Jetzt nochmal weiter stehen. Der Zauberer geht mit, der will sich unbedingt mal die Küste angucken. Richtig. Euch ist schon klar, dass... Chris, du kannst dich nicht mehr bewegen. Du kannst dich nur durch Angreifen bewegen. Mhm. Warum fragst du? Achso, wegen... Ah! Du hast gerade deinen Zauberer da reingeschoben. Ich wollte es sagen, das war voll intelligent von Chris. Hast recht. Etwa so wie Dane. Verstehe ich nicht. Aber ich kann ja auch von hier nach da angreifen, oder? Ja. Okay. Wenn du dann mal wieder dran bist. Okay. Aber wenn dein Zauberer da steht, kann er niemand. Du kannst den Zauberer aber immer bewegen. Du kannst den Zauberer und Held immer wild übers Feld bewegen. Das stand doch extra dabei. Ja, ja. Doch, doch. Das war hier. Vorbei. Doch. Nur zu Beginn des Angriffs darf man außerdem, darf außerdem der Held oder der kleine Zauberer von jedem beliebigen Feld ins Angriffsfeld gezogen werden. Oh. Ja, dann! Aber ja, ich habe die Regeln ja gelesen, deswegen kann ich mich voll gut an Hans kennen. Mir nicht zugehört, also nach dann. Was? So, hörst du mir nicht zu, wenn ich was sage, oder wie? Ist ja schrecklich. So, jetzt komm. So, ich will jetzt auch mal was platt hauen. Genau. Ich muss mal du was darfst nichts platt hauen. Ich will aber was töten. Du darfst aber nicht. Was? Der Friedensstifter ist bei dir im Gebiet. Du kannst natürlich hier angreifen. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich, ja, darf da doch, darfst du. Ich darf doch da was angreifen, oder? Du kannst mich hier angreifen, ja. Zum Beispiel. Und ist sinnfrei, kannst du aber machen. Wieso ist das sinnfrei? Das ist total sinnvoll. Einfach aus Prinzip, ja. Ah, ja, gut. Das ist voll doof. Ich kann hier unten ja nicht angreifen. Ich kann doch das Feld nicht angreifen. Halt doch mal den Schnabel! Es ist voll ätzend, mit dir zu spielen. Ich will nicht mehr mit dem spielen. Der ist doof und stinkt nach Fisch. Scheiße. Das ist nicht lustig übrigens. Das ist nicht lustig. Die Sachlage ist ernst, Jan. So. Ich greife von diesem Feld aus dieses Feld da an. Ja. Ja. Und dafür darf ich hier von nebenan nämlich Truppen reinziehen. Und auch hier den Helden. Doch, das darf ich. Das ist benachbar. Okay. Ja, ich darf alles reinziehen, was ich will. Okay. So, deswegen lasse ich hier dann genau nur das eine stehen. Und greife jetzt von hier aus an. Das heißt, du hast eine Stärke von 1 plus 2 für die... Nee, plus 1 nur. Aus Wäldern oder Bergen heraus plus 1. Ah, plus 1 nur. Also okay, dann hast du 2. Mhm. Ja, genau, und das Schloss ist plus 2. Und ich greife hier an mit 5. Genau. Ja. Jo, 2 haust du raus. Tot. Na, aber immerhin, 2 habe ich mitgenommen. Ja, das war auch unangenehm, muss ich gestehen. Das war das wilde Bergvolk. So, das war unsere erste Runde Manon. Ja. War cool, oder? War super. Jetzt wissen wir aber, wie es funktioniert. Ja. So, jetzt geht's ab.
Die Ork-Phase. Kurze Frage, liebe Inge, wie sieht es denn aus? Wie viele Leute kennen dann das Spiel und so? Also es war tatsächlich 80%. Also wir haben natürlich unser beliebtes Teilnahmeproblem an Twitch-Umfragen. Leute. Ja. Das, die Inge funktioniert so nicht. Ihr müsst die füttern. Genau, ich kann halt nur mit den Leuten dann arbeiten, die auch abstimmen. Ich kann nur mit den Daten arbeiten. Die ich habe. Ja. 80% kennen es nicht. Ja. Oh, das bedeutet aber, dass 20% es kennen. Das heißt, 20% sind so alt wie wir zwei. Wir sollten vielleicht mal abwarten, wie viele denn überhaupt in der Abstimmung dabei waren. Die Leute aus dem Chat fragen auch, ob sie euch Spielerlevel küren. Rerolls oder dem Drachen einen Reroll schenken können. Also bei dem Drachen fände ich es ja witzig, muss ich sagen. Für den Drachen bin ich zu haben. Also ja, Drachen-Rerolls sind okay. Also Drachen-Rerolls sind hiermit offiziell freigegeben. Okay. Wir ändern natürlich damit das Spiel brutal nicht. Aber ich finde es gut, wenn der Drache mehr frisst, das kann schon einen Unterschied machen. Ja, das stimmt, das ist richtig. Aber es ist ja nur ein Reroll. Er darf ja nicht zusätzlich fliegen, ist ja nur ein Reroll. Mhm. Genau. So, ihr müsst es nur mit der Inge klären, wie ihr das zeitlich hinkriegt. Okay, aber die Inge schafft das, die ist voll Multitasking. Gut, Ork-Phase. Ork-Vermehrung. Ork-Vermehrung. Ich fange wieder an, ne? Genau. Eins. In der Eins. Da sind ja nicht so viele, ne? Ja. Da kommt ein Ork hin, ne? Mhm. Und das war's. Das war's. Es liegt nämlich auch kein Schloss an. Auch kein angrenzendes Schloss, irgendwie, was noch Orks hat, ja. Chris? Eine Fünf. Die Fünf ist das Feld hier. Da haben wir Dornosch. Guckt dir das mal an. Dornosch. Die randalieren jetzt gleich los. Und da. Yep. Okay, cool. Und dann noch die drei. Ach komm, Kinder. Ernsthaft jetzt? Warum? Und die Osch halten sich ja nicht an den Friedensstifter-Ding. Nee, die randalieren los. Die randalieren einfach los. Und da auch. Die ziehen aber erst zu mir, das ist voll ätzend. Ich glaube, die ziehen erst in das Feld, was ziemlich dämlich ist. Aber nee, das Feld des Friedensstifters greifen wir, glaube ich, nicht an. Genau, das Feld des Friedensstifters. Die Orks halten sich da, oder? Ja, aber nicht in das Feld, wo der Friedensstifter steht. Stimmt. Wie gesagt, das ist typisch für Spieler aus dieser Zeit mit irgendwie so einer peniblen Ausnahme für Dinge dann dabei. Ja. Gut, aber fangen wir einfach mal bei dem. Bei 1 haben wir nichts, in der 2 haben wir auch keinen Überschuss, in der 3 haben wir auf Feld 2 zu viele Orks. Kein Feld mit einem Helden, Friedensstifter oder den Drachen. So, das heißt, die Orks rennen doch jetzt hier dort rein, richtig? Oder nee, die rennen nicht ins Schloss. Nee, hier hinten würden die. Dahin, genau. Genau. Die niedrigste ist die 2 und dahin die 4, genau. Eieieiei. Muss einer von euch würfeln. Oh ja, da. Komm. Jo. Na toll. Nimm dich mit. Du bist doch. Nimm dich mit. Das ist lieb von dir. Weil die bedrohen jetzt nämlich mich. Zack. So, und jetzt greifen die hier an. Ja. Ja. So, wer hat noch nicht? Ach, machen die direkt weiter? Die zwei? Ja, wir machen weiter. Das ist solange sie noch zu zweit sind, machen sie weiter. Muss würfeln. Ja. Nee. Tot. Dann stirbt ein Ork und mehr passiert. Und fertig, das war's. Mehr ist nicht. Der Chat fragt, ob in dem Schloss über dem Drachen ein Ork fehlt. Hier? Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Wenn wir euch nicht hätten, könnten wir einfach so Schluss herum. Ja. Gut. Aber dafür habe ich auch eine andere gute Nachricht. Ja. Da der Chat viel schneller ist als Inge, haben wir schon mal 4 Rerolls für das Drachen. Was? Okay, die Inge darf dann die Mühe uns einsetzen, wenn sie ihr nicht gefallen. Sehe ich das richtig? Wenn der Drache nichts Gescheites macht, wird er. Okay, ja, na gut. Ich sehe schon. Okay, der ist nicht. Alter, seid ihr irre? Also sollten wir weiterhin die Orks in den Schlössern vergessen, bin ich dafür, dass wir 2 reinsetzen. Nein. Nicht? So, die 4 Orks haben jetzt mal den Markus auf der 3. Welche 4? Was? Wo? Die 4, dich auf der 3. Ja. Einen. Du bist weg. Und nimmst doch, ist ein Wald. Nimmst einen mit. Stimmt, ich hab 2. Du nimmst einen mit. Ganz schön geil. Sag mal, wenn ich dich nicht hätte, ich nehme 2 mit. Aber 2 sogar. Das ist ja voll doof, weil mein Königreich ist voll im Arsch. Du kriegst aber immer mindestens 4. Vorsicht. Vorsicht. Ich hab gar nichts gesehen. Ganz dünnes Eis, mein Freund. So, dann greifen sie sich nochmal an auf der 6. Wo 6? Wie, da? Ja, na gut, okay. Nee, erstmal da. Nein, da dürfen sie nicht bei der Friedensstifter drinstehen. Du hast wieder 2, weil du im Wald bist.
nutzt dich nichts, bist weg. Du hast schon Spaß da dran, oder? Gerade. Also nur so unter uns. Ich finde das eigentlich cool. Total doof. So. Dann kommen sie hier an. Das bin ich. Vielleicht greifst du mich an. Ja. Platsch. Und dann auch noch. Ja, dann bist du weg. Schade. Na gut. Okay, konnte ich gelten lassen. Alter, die hier greifen noch an. Ja. Die greifen nicht da an, weil da ist ein Held. Das heißt, die greifen hier an. Ja. Zwei weg. Genau. Einer weg. Genau. Und eine geht rüber. Rum und um. Die Orks sind schon nervig, wenn die was machen, ne? Ja. Also muss man schon zugeben, ja. So, die hier. Die greifen als erstes das Schloss an. Nein, die greifen kein Schloss an. Die greifen da drüben die rein. Ah, stimmt, die Schlösser greifen sie immer erst am Ende an, wenn sonst nichts mehr geht. Die so, das heißt, die greifen dann hier an, das stimmt, ja. Die drei. Mhm. Nö. Nö. Also einer. Nö. Ja, so eine. Das sind die Orks, wie wir sie kennen und lieben. Ne? Jawohl! Macht keinen Unterschied übrigens. Sie sind tot. Nein, nur eins. Warum? Wenn ich eine Eins würfel? Wenn eine Eins ist einer tot. Das ist nur, wenn beide nichts würfeln, das ist mindestens eins. Eine Eins zu würfeln macht überhaupt keinen Unterschied. Das ist völlig sinnfrei eigentlich. Ja. Kannst auch aufhören zu würfeln. Okay, das war's. Aber wir wollten dir den Spaß nicht nehmen. Ja, okay. Hast du Spaß? Ork Auffüllung. Ja. Schön. So. Aber nicht. Was Spaß haben wir nicht? Keine Ork-Auffüllung. Wir haben keine Ork-Auffüllung. Ja, nein, es reicht. Dann haben wir die Drachenphase. Die Drachenphase. Ich hab Angst. Ich bin der Sternspieler. Ich hab Angst. Vier. Hier ist... Da. Da. Würfel mal. Fünf. Das fällt fünf. Frisst ein Ork. Frisst ein Ork macht weiter. Ja, ich weiß schon, was passiert. Die würfeln erst eins. Nach, wenn sonst nichts mehr. Chris? Eins. Nein. Na, komm, sei nicht so. Eins. Eins. Hab's. Ja. Soll der Drache hier landen oder soll der Drache nochmal neu würfeln? Nom, 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 nom. Ja, ja. Einfach weil ich so viele habe, nochmal. Nochmal würfeln. Okay, nochmal komplett würfeln. So, na, würfel. Eins. Ja, vier. Vier. Hab's. Mach jetzt. Jan! Kein so großer Unterschied. Naja! Der Friedensstifter bewegt sich auf die fünf. Auf die fünf, vier, ja. Nochmal. Chris. Eins. Oh, ihr Orks, ich hab euch so gern. Nehmt Schruppen. Dann darf ich auch nicht reinrandalieren. Ne? Nö. No. Nehmt Truppen. So. Sehr schön, das war der Friedensstifter. Startspieler. Friedensstifter, Hilfe. Ah ne, er ist Startspieler. Ja. Drei. Fünf. Hier. Ich bin der Startspieler. Du bist der Startspieler. Ich bin der große Startspieler. Großer Badabum. Was kann ich noch alles machen? Das steht jetzt hier nicht. Fängst du doch damit da Friedensstifter. An, ob du eine Friedensstifterhilfe. Ich will unbedingt eine Friedensstifterhilfe. Man weiß ja nie, wofür es gut ist und man weiß, was sonst noch passiert. Ich brauche auf jeden Fall ganz dringend einen zusätzlichen Angriff. Das heißt, ich nehme einen zusätzlichen Mann und einen zusätzlichen Angriff. Mhm. Unsere aufmerksamen Zuschauer haben bemerkt, dass was? In dem leeren Feld oberhalb der Burg im Gebirge müsste da nicht ein Ork sein. Oberhalb? Wieso ist da kein Ork? Nee, also von euch unterhalb. Da. Ach, hier. Nee, da ist der Drache drin gewesen. Der ist erst danach rausgeflogen. Genau. Was ich mich nur mehr frage, ist, warum ist da keiner drin? Da müsste nämlich auf jeden Fall einer drin. Den meinte ich, genau. Ja, ja. Okay, ja, das ist richtig. Zwei Orks. Weil, wieso zwei? Einfach aus Prinzip, weil wir so doof waren. Na gut, okay, setzen wir noch einen rein. Okay, wir haben auf dich gehört, Chris. Es werden mehr Orks gesetzt. So, Mann, ey. Immer. Das ist so eine gute Idee. Ich habe auch keine Ahnung, wie das ausgeht. Ne, ist auch ein Wurscht. So, peng, da noch einer rein. Man weiß nie, wofür es gut ist. Das endet nicht gut hier. Das endet einfach nicht gut. Egal, so, jetzt muss ich erstmal ein paar Sachen töten, glaube ich. Ich würde, glaube ich, auch einen extra Mann oder einen extra Angriff nehmen. Ein Mann und ein extra Angriff. Würde ich mal nehmen wollen. Und ich würde mal sagen, hier. Oh, sehr schön. Chris? Ich mache es gleich. Nimm einen extra Mann und einen extra Angriff. Okay, jetzt wird richtig geknüppelt. So, ich fange mal an. Genau. Muss töten. Verstärkung. Muss töten, jetzt ist das Ganze.
Hast du überhaupt noch eine Burg? Oh ja, du hast nur ein Königreich. Zwei Felder. Kriegst vier Mann. Was, wieso vier? Weil man immer mindestens vier kriegt. Und den darf man überall hinsetzen, richtig? Ist wieder meine Chance. Liebig auf die Felder verteilen, die man selbst besetzt hält. Okay, das heißt, ich darf die irgendwo hinsetzen. Das ist schon mal ganz gut. Das ist ganz, ganz gut. Da hast du gerade drei Stück reingesetzt. Zwei. Zwei. Shift. Ja! Glaubst du, so lasse ich mich hier von dir. Ja, kriegt so viel Zeug. Nee, wir müssen dem Jan mal wehtun. Warum kriegt der eigentlich nie einen Drachen? Warum habe ich den schon dreimal abgekriegt? Den Drachen? Ja? Nein. Aber wir haben, wir haben gerade zweimal gewürfelt. Ja, aber quasi einen Reroll. Das zählt. Oh, guck mal hier, komm mal voll die Front, ey. Der weiß, dass da für ihn nichts zu holen ist, aber da runter muss er. Hier, da muss er nämlich hin. Siehst du das? Voll ätzend. Er will sein Königreich absichern. Ich befürchte, der Jan wird uns jetzt mal zeigen, wie das Spiel funktioniert. Ich mag das gar nicht. Da muss ich am Ende noch sagen, dass er gewonnen hat. Und das will ich nicht. Tu was, Chris, tu was. Du hast total geschickt alle meine Schätze. Ja, ich weiß, war voll doof. Wieso? Der liegt doch da. Nein. Nee. Dann hätte ich ihn schon. Das war mein Feld. Voll ätzend. Voll ätzend, Alter. Ich hätte da in das Schloss setzen sollen, glaube ich. In 4-5 fehlt auch ein Ork. Wo? 4-5. 4-5 fehlt ein Ork. Korrekt. Wie ist der denn da? Nee, den hat der Drache gefressen. Ein von einem Drachen gefressener Ork. Wurde gerade korrekterweise angemerkt, richtig. Aber was haltet ihr von der Idee, wenn unsere Zuschauer mit Kanalpunkten Einheiten kaufen können? Oh Gott im Himmel, weißt du, wie das ausgeht? Ja, leider. Alter! Ich fühle mich da bedrängt. Do you feel lucky, Punk? Bedrängt? Ich gebe dir gleich mal bedrängt übrigens an der Stelle. So, hier wird jetzt erstmal... Alles stürmt dieses Schloss. Mhm. Ich habe 4 plus 2 für den Zauber, ich habe eine 6. Ja, ich habe eine 3. Die brauche ich auch? Ich habe eine 3 Toll. Und mache nichts. Nix, weg, geh weg. Der interessiert mich nicht. Ja. Korrekt. So, und ich glaube, hier muss ich jetzt erstmal anfangen, wild aufzuräumen gleich. Okay, gut, alles klar. Das war der erste Angriff und der zweite Angriff findet hier statt. Völlig überraschenderweise habe ich auch eine 5. Mhm. Ich nehme eine 4. Falsch. 5. Ui. Gute Jungs. Batsch. Will ich ja hier. Ja, irgendwas muss ich mit reinsetzen, glaube ich. Ne? So. Und aufdecken. Mhm. Die Krone, ich will die Krone. Was macht die Krone? 3 Männer, die man beliebige Felder setzen kann, die man besetzt hält. Okay. Warum nicht? Ja, warum nicht? Dann bin ich jetzt dran. Das gehört jetzt auch mir. So. Ja. Dann würde ich gerne mal einen Angriff ansagen. Ja. Ui. Alter, hat er mitgedacht. Alter, habe ich es verkackt. Ja. Ich dachte gerade, naja, er kann ja jetzt noch 3 reinsetzen in die Burg. Die ich in meinem zweiten Angriff. Ich habe den Ton davon übersehen. Egal. Warte mal, wie hat er jetzt die Einheiten da rüber? Da! Ach, da ist ein Loch und da ist ein Loch. Gut. So, der Ork hat immerhin einen Wert von 3. Wow! Ja, was denn? Ja, komm auf, Ork! Gib mir alles! Fuck it! Sei das so ein einer Ork! Ey, ich mag das gar nicht, was du da gerade tust, ne? Nur, dass du das mal geklärt. Nee, ich bin das kacke. Ein Ring! Ein magischer Ring! Uff, ein Ring! Ihn zu knechten. Darf sofort beim liebigen Gegner insgesamt 3 Einheiten vom Brett nehmen. Ich weiß, was passiert, das gefällt mir nicht.
Ja, Dito. Also, ich nehme erstmal den da weg. Ernsthaft? Ja, natürlich! Ah, ja, 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 ja. Dann nimmst du jetzt auch noch den nebenan. Oder nimmst du noch die zwei da weg, oder was? Also, ich muss den da noch wegnehmen. Meine kannst du nicht bei einem beliebigen Spieler. Wenn ich den wegnehme, wird er durch einen Ork ersetzt. Das ist von daher uninteressant. Also, nehmen wir lieber hier die zwei mit. Ich will ja nichts. Da hast du eine richtige Front gegen dich. Was machst du eigentlich ab morgen? Nur noch mal gerade kurz, ohne dass ich damit was andeuten will, nachzufragen. Du, der Jan, der gewinnt nicht, er vernichtet. Okay, jemand hat gesagt, ich soll dieses Spiel spielen. Das ist doch ein Kackspiel. Um im Jargon des Spiels zu bleiben, Jan hat gerade eine hohe Vernichtungsstärke. Okay, das war taktisch. Ich mache mal einen zweiten Angriff. Ja. Ja. Ich habe das, glaube ich, erobert. Ja. Boah, ey, hab ich gerade den Hals. Das ist gruselig. So, was hast du da noch? Die Krone. Kriegst du noch drei Leute. Ja, krieg ich nochmal drei Leute. Ach, dieser Tunnel. Oh, ja. Der Tunnel ist ja schon relativ wichtig, ne? Alter, halt doch einfach die Raffel! Jetzt eigentlich nicht mehr. Was machst du? Wir haben noch eine Runde Zeit, bis es vorbei ist. Übrigens, man kann den Schatz nur einmal versetzen, ne? Oh, so, das war's, Alter! Wer hat's noch gesagt? So diese halt den Schnabel, mach weiter! Ja, Tolles Spiel übrigens, ich finde das super! Du hast vorher noch gesagt, dass den Schnabel, hab ich gesagt! Ach, weißt du was? Ich renn einfach hier gegen den Jan. Toll! Ja, super Stelle! Das machen wir jetzt. Ich muss ja irgendwie nach da drüben kommen. Warum hab ich denn da? Da kannst du nicht mal durchgehen. Chris, der Friedensstifter. Ach, hör mir doch auf! Jan, ey! Weißt du, was da passieren wird, wenn ich das tue? Ja, du wirst sterben, das ist mir doch egal! Ach, weißt du was, wir machen es für die Zuschauer. Wir machen es für die Zuschauer. Ja, nein, ich habe schon alles sinnlos für die Zuschauer getan. Ja. Du hast eine Verteidigung von 6 da drinne. Er hat eine von 7. 7. Ja, das macht keinen Sinn. Nee. Das macht überhaupt keinen Sinn. 2 für die Burg, 2 für den Zauber. Ich kann nicht mehr als 6 würfeln. Ja, ist mir doch egal, was du kannst, was du nicht kannst, Schreckmann! Ist das ein Runder? Was machst du denn da, Markus? Das ist so Sinn. Ich wollte ihn voll abhalten, dass er irgendwas hinkriegt, weil er muss sich ja durchkämpfen. Ich habe den scheiß Tunnel übersehen. Mann, wie oft soll ich das noch sagen? Weißt du was, ich renne jetzt gegen Markus. Ich habe da jetzt keinen Lust mehr. Ich habe plus 1, ich habe eine 7. Nee, keine plus 1. Doch, wegen der Brücke. Du musst über die Brücke angreifen. Ist mir egal, ich greife jetzt an. 6. Schlumpf, ey. 5. Alter. Ich nehme dir keinen weg, weil ich nur eine 5 habe im Angriff. Du bist ganz schön geil, Alter. Batsch! Lass mal 5 Leute rausnehmen, weil ich's kann. Ich meine nicht, dass das was bringt, aber ich bin so gefrostet, ich verprügel jetzt halt. Oh, hör doch auf! Das kann doch nicht wahr sein, ey! Was ist denn das für ein... Du kannst nicht! Vorbei! Da schlägt jemand auf der Brücke. Oh, komm schon! Was ist das denn für ein Rotz? Wie viel hast du noch? Sag mal, Alter! Ey, du hast mir gerade wie viel weggeknüppelt? 9! Nochmal. Ja! Das kann doch nicht wahr sein. Ja! Und ich hab sie alle aufgerieben. Wie oft würfel ich denn eine 6? Du musst jetzt da, glaube ich, den Helden rausnehmen oder so. Ja, ne? Kann man doch aufhören? Ist keiner mehr da. Ach Gott, das... Du kannst jederzeit aufhören. Ja, ich fange auf. Ich gebe dir die Möglichkeit, dich in Ehre zurückzuziehen. Ey, was ist das denn? Ja, frag mich mal! Guck den an! Du kannst nicht vorbei! Ja. Ich hab's verstanden, Jungs. Oh, alles herrlich, klar. Herrlich wahllos. Dann machen wir das jetzt gut noch so. Ich habe ja noch leider... Du hast noch einen Angriff, ja? Ja. Ja. Du hast aber eigentlich... Doch, du könntest da den Markus angreifen. Stimmt. Auf eine 2. Ich kann den Magier... Kannst den Magier dazu holen. Den Magier dazu holen, dann hast du sogar eine... 4. Ja. Dann machen wir das doch. Oh, ich habe eine Verteidigung von 1. Ich gebe alles. Ach! Nö. Kommt trotzdem einer weg, ne? Ja, einer weg.
Nein, nein, nur beim Angreifer. Nicht. Beim Angreifer nur. Jetzt. Na ja, gut. Du riechst dich mir, los. Mir ist das ja völlig egal. Oh. So viele Sachen. Darfst du das so in der Weise? Da bin ich mir gar nicht sicher. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, du darfst da jetzt gar keinen reinziehen oder sowas, weil du hattest ja dann... Soll mir recht sein. So nicht? Ich glaube, er darf keinen reinziehen. Nee, nur noch den Magier und... Er könnte höchstens den Magier rausnehmen, durch zwei ersetzen und dann einen rüberziehen. Nee, den darf er nicht ersetzen. Nee, ja, aber ich glaube, das spielt gar keine Rolle mehr. Ich glaube, es macht auch recht gerade gar keinen Unterschied mehr, ja. Nee. Also, weil irgendwelche Idioten wissen nicht, wie das Spiel funktioniert. Ersetzen den nicht den Schatz. Weil dann auch reingesetzt. Ein Ork, wohlgemerkt. Ja. Ein fucking Ork. Genau. Jetzt ist erstmal die Ork-Phase. Ork-Vermehrung. So von mir selbst verarscht. Das habe ich auch schon lange nicht mehr geschafft. Aber so. Komm, du hast mich einfach heroisch zerstört auf dem Feld. Ja, das ist, ich hätte das normalerweise echt befriedigend empfunden, aber ey, nachdem... Nee, war nicht so cool. Scheiß Spiel. Die drei, in der drei vier. Ja, warte, langsam, langsam, drei. Langsam. In der 3. So eine... So. Und da. Oh, nee. Und da. Oh, nee. Oh. So. Du. Mal fünf Nummer. Eins. Eins. Da unten. Ja. Das sind nur die. Ja. Ja, die sind, die greifen jetzt auch gleich an. Weißt du, was die angreifen? Ja. Ja. Heißt, warte. Okay, du darfst auch noch mal würfeln. Es kommen noch mehr Orks. Hier. Runde 4. Hier. Nee. Und Oini. Auch 4. Alter, Ork-Angriffe. Okay, die hier fangen an. Ja. Die stürmen voller Begeisterung hier runter. Jupp. 1. Hauen einen raus. Ja. Dann hauen sie mir einen raus. Chris? Frage aus dem Chat. Kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal dreimal Maximalschaden bei Aventuria gewürfelt hast? Diese Frage ignoriere ich. Add injury to insult, oder oh. Was? Insult to injury, ich bin mir noch nicht sicher. Okay, gut, also, nächste Schlägerei. 5, nö. 2, jo. Überleg mal, wie viele Sechsen hintereinander. Oh. Quatsch, okay, die hören dann auch auf. Den Zauberer lassen wir in Frieden, der ist doof, ja. Der stinkt. Greifen, glaube ich. Wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dreimal eine 6 zu würfeln? Tisch! Ich hatte nur eine 3. Eine 2. Ja. Eigentlich geht nur eine rüber. Eine, genau. Und die Burg, greifen sie da an. Das solltest du würfeln. Ja, aber sowas von. Da passiert nichts. Oh! Die Gelben sind ganz schön wehrhaft. Ich auch. So, und jetzt kommen Orks. Was ist mit denen da? Ab jetzt wird zurückgespult. Nee, genau, die machen ja auch noch was. Aus der 5 greifen die in die 1 an und da zuerst in die 3. Korrekt. Machen wir alles platt, was da ist. Und dann greifen sie da an. Null. Ja. Ja. Und nochmal. Nö. Gut. So, und jetzt wird nachgefüllt. Genau. Dann kommt da hinten eine rein. Genau. Da kommt einer rein. Da kommt einer rein. Da kommt einer rein. Zum Drachen kommt ja keiner rein, ne? Nee. Da kommt einer rein. Hm? Wenigstens mache ich einen Platz 2. Ich habe wenigstens 1. Entschuldigung. Dann Drachenphase. Alter, ja, okay, Drachenphase. Ich würfel mal für den Drachen. Mhm. Ich glaube, ich bin ja dran. 1. Oh. Ja, und 2. Soll der Drache hier landen? Langweilig. Nochmal. Ja, nochmal bitte. Du zuerst. Achso.
Die 3 kommt. Die 5. 2. Das finde ich gut. Jo. Jam, 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 jam. Hat der doch alles gegessen. Jam, 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 jam. Jam, 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 jam. Friedensstifter. Ich bin der dafür, dass er hier reingeht. Was wäre denn passiert, wenn der Drache da hinten in der Burg im Kann Kopf er ja nicht. Kann er nicht, ja. Er kann nicht in die Burg. Die 6. Die 1. Da bleibt er liegen. Das ist Frieden, die 5. Hier, 6. 6 ist... 6, 1. 6, 1. 6, 1. Ja. Schönen guten Tag, meine Kinder. Ich habe Ihnen Orks mitgebracht. Aber das wäre jetzt lustig gewesen, wäre der Friedensstifter in der 1 gelandet. Ja. Ja, oder genau. In der 2, weil der ich 2, muss durch beide Felder. Genau, eins von den beiden hätte gereicht. So, dann Startspieler. 1. 5. 1. Okay, gut, du darfst, alles klar, Baby. Ich würde mal den Friedensstifter bitten, 2 Angriffe machen zu dürfen. Echt, kein Scheiß, oder was? Ja, kein Scheiß. Wie ist das jetzt mit der Resttruppenverstärkung? Ab wann gilt die? Wenn du weniger als 7 auf dem Feld hast. Ja. Du hast mehr als 7 auf dem Feld. Verdammt. Das wird nichts. Das wird nichts. Nee, ich hatte so wenig, das muss man wenigstens mal nachzählen, ne? Ja, ja. Ja, das geschenkt? Ja, nein. Ja. Ja, dann nehme ich 2 Männer zusätzlich. Ja. Ja? Ich weiß auch, wo sie hingehen. Ja. Gib alles, komm. Das hilft ja nichts. Wenn ich früher dran gewesen wäre, wäre ich wenigstens, hätte ich nochmal versucht, die Burg anzurennen. Aber ja. So ist es ja echt völlig sinnfrei. Schade. Ja. Dann haben wir noch Verstärkung. 1, 2, 3, 4. Hey, Markus, was nimmst du? 8. Ich nehme auch was. Ich nehme Schatz versetzen. Mhm, gute Idee. Ja. Du darfst keinen Schatz versetzen. Ich mag nicht mit dem Jan spielen. Habe ich das schon mal gesagt. Ich finde es doof, mit dem Jan zu spielen. Ja, der kennt Turnieren das. Der kennt das von früher. Der ist so von wegen auf der, Con. Der ist so ein Manon-Turnierspieler. Wie Manon-League. Kennt die denn keiner? Die berühmt-berüchtigte Manon-League. Die war so einseitig, die haben sie aufgelöst. Ja, nachdem nach Jan zum 8. Mal gewonnen hat. 2 Männer zusätzlich plus die 4 Grundverstärkungen, die ich bekomme. So. Ja, ich krieg auch noch Verstärkung. Ich krieg 1, 2, 3. 4, 5. Und die hat er zerstört. Waren das nicht zusammenhängende Felder? Oder ich das nee, es sind ja 2 Burgen. Nee, der hat ja jeweils eine die Burg dabei. Scheiß drauf, ich komme eh nicht mehr dran. Aber okay, Jungs, gebt's euch. Ich will was sehen. Genau. Reibt dich an dem Ork auf. Das wäre schon cool. Ich reibe mich jetzt an dem Ork auf. Also erster Angriff, ich greife den Ork da an. Kein Witz. Treffer, ich würde tot. Ihn, glaube ich, töten. Ja, na gut, der Ork gibt auf. Der Ork hat... The Ork has just left the building. Ich will nicht klein, aber es sieht nicht gut für dich aus. Aber theoretisch habe ich jetzt eine 6 im Verteidigen, richtig? Weil 4 Männer und plus 2. Egal, was du würfelst, ist es jetzt super. Also, das ist jetzt schlecht. Also... Ach, hör doch auf mit solchen Extra-Fets. Das war voll der Taktik-Move. Was soll das denn? Er hat gesagt, das ist ein Strategiespiel. Hör auf, mich mir immer so anzumachen, ja? Nur weil ich Kacke gebaut habe. Voll scheiße. Also du musst jetzt eine 6 würfeln. Und du würfelst eine 1. Okay. Okay, alles klar? Cool. Also, go. Hier, Chris. 6. Der Chris hat's drauf. 6 würfeln kann er. Ja, das hältst du nicht lang durch. Nein. Das ist so ein bisschen ein War of Attrition. Genug 6 gewürfelt. Jetzt brauche ich eine 5. 5 wäre geil. 5 wäre geil. 5 wäre geil. Vier ist okay. Ich meine, das sieht zwar scheiße aus, aber nicht mehr so scheiße, wie wir angefangen haben. Der hat nur noch 8 Leute. Jetzt geht's auch. Jetzt komm. Nur 2. Kommt eine 4. Kommt eine 4. 4. 3. Immerhin. Der Zauberer. Okay, das war's. 2. Es hat wehgetan. Man muss zugeben, du hast dich hart verkauft, Chris. Ja, ein bisschen mehr. Also, das ist echt, ja, du hättest es fast geschafft. Ich meine nicht, dass das irgendwie... Also der Gegenschlag wäre furchtbar gewesen. Quasi.
Ja, welcher ja. Gegenschlag? Hey, welcher Gegenschlag? Du! Du Schlumpf, ey. Scheiße. Was ist denn da? Genau anderthalb Stunden. Ja. Fuck you. Fuck you. Ich glaube, es hackt. Alter! Ich hätte jetzt hier unten so schön noch meins und dann hier oben ist nur die Christ töten. Scheiße, ey. Nee. Boah, ey, das Spiel mit Jan zu spielen ist echt bitter. Aber es war witzig, oder? Ja, ich fand's witzig. Das war echt lustig. Dieser Moment, als ich realisiert habe, dass da dieser blöde Tunnel ist. Oh, ja. Mann. Ach, echt? Ja! Ja. Es war viel zu spät. Und der Jan hatte viel zu viel Freude. Der hat sich gedacht so, Leute, was macht ihr? Der hat's auch nicht, er hat sich der Kennen gegeben, ne? Ja, so. Ja, wohl, oh, guck mal, wie man den Jan diesen Blatt tot. Schande, ey. Ja. Aber ich glaube, am Ende können wir es darauf zurückführen, dass irgendjemand die gelben Schätze am Anfang so beschissen gesetzt hat. Wer macht denn sowas? Naja, weiß auch nicht. Man Alter. Aber man muss ja dazu sagen, du hast gedacht, Schätze sind gute Tiere und legst sie Ich geb auf. Also vielen Dank. Shit. Ich hab sowas von versagt. Ist das übel? Ich kann nicht mal mehr Hype geben. Eben meine Familie hat das gesehen. Mich wieder auf der Couch schlagen. Nee, wahrscheinlich werden sie sagen, oh Papa, lass uns mal malen und spielen. Genau, Papa, lass uns doch mal was spielen. Was mit Strategie? Aber ich fand es witzig. Das war Spaß. Hat echt Spaß. Also, wie hat es euch denn gefallen? Wie sind denn die Kommentare aus dem Chat, außer dass manche von uns zu doof sind, was spielen? Also mein Favorit bis jetzt, Chris würfelt immer eins weniger, als Markus sagt. Das war der Fehler. Ja. Schätze treten in Rudeln auf. Ja. Aber es wurde auch die orkische Nationalhymne gesungen. Ja. Und man gratuliert natürlich dem Jan. Verdient gewonnen. Ja, muss man schon sagen. Er hat uns ja, ich meine, ja. Gut, wenn du mit zwei Vollpfosten Bier spielst. Also ich habe sehr zu meinem Sieg beigetragen. Ja, ich glaube auch. Hey. Du hättest nicht ansatzweise so klar gewonnen, wenn wir dir nicht so dermaßen geholfen hätten. Auf jeden Fall. Also ohne euch hätte ich das so nicht geschafft. Siehst du? Wir sind ein Team. Quasi. Ja, also man stellt sich ja auch vor, Markus kommt nach Hause, Chris geht hinter ihm her mit einer Glocke. Schande. Und den finde ich auch schön von Captain Nieder. War wohl doch kooperativ. Genau, ihr wollt, dass ich der König von Marmon werde. Ja, ich meine, Hanno, du hast es einfach verdient. Ich meine, du warst kurz davor, an dem Spiel nicht mehr teilnehmen zu dürfen. Deswegen für die letzten zwei Jahre wollten wir dir noch was gönnen. Ah, deswegen. Danke. Ja, war, danke. Gerne. Danke. Da kenne ich nichts. Also da bin ich geberfreundlich. Zwei Jahre Spielmaterial. Aber es war wirklich witzig, oder? Ich fand das mal ernsthaft. Also, wir haben ja schon eine ganze Menge Sachen bei Ulysses Plötz gespielt. Ja, aber funktioniert sauber. Also, auch die Orks sind echt hart. Also, ja, das Spiel funktioniert immer noch absolut sauber. Also, man merkt dem Spiel an, aus welcher Epoche es stammt. Ja, mein klar. Es hat halt so diesen typischen, diesen Cosim-Charme. Aber ich finde, es hat für die Art von Spiel, die es damals gab, sehr viel von einem modernen Eurogame sogar, mit dem Auswürfen, dem Verteilen von den Sachen, dem Verbreiten von dem Kram und sowas. Das hat schon... Es hat vor allem einen sehr, sehr schön einfachen Mechanismus, der aber trotzdem gut funktioniert. Das war ja häufig das Problem bei diesen Counter-Strategiespielen, dass du irgendwie... ewig Regeln hattest und so weiter. Und dann hier die Sonderregel und wenn der von hinten und uiuiui. Und dann wegen Flanking und so weiter, ja. Das macht ja alles überhaupt keinen Unterschied. Ne? Und also gerade auch so manche Mechanismen wie den Drachen finde ich echt auch schick. Mhm. Also die machen einfach Spaß, die sind lustig. Ne? Ja. Die bringen natürlich hier alles durcheinander. Spaß. Ja, super Spaß. Lass dich mal von dem Drachen fressen. Hol deinen kleinen Zauber. Ich hätte es toll gefunden, wäre der mal in so eine Riesenarmee da reingeradaliert. Aber nein, immer hier die einzelnen Kleinen in der Wüste. Guck mal, die leben in der Wüste und werden gefressen von dem Drachen. Warum? Ja. Die kann man in der Wüste halt auch gut sehen, weißt du, wenn die da rumsitzen und da so drüber. Die waren Überflug. Mach Strandurlaub, haben sie gesagt. Ja, genau. Mach Strandurlaub. Eine Drachenwüste war's. Reif für die Insel. Reif für Mardon, ey. Nee, aber hat wirklich, also hat gut funktioniert. Nee, sauberes Spiel, definitiv. Also, wenn ich das vergleiche mit anderen Sachen, die wir hatten, was die Regenbogen.
Die schießenden Inseln. Und was war das andere? Was war? Kristall. Kristall war witzig. Kristall, ja, aber das hier ist trotzdem ein Spiel, was... Wie hieß denn das mit den drei Burgen, wo man dann... Kran. Der Titel allein. Das hat mir bis heute noch nichts gesehen. Aber egal. Also, es war uns ein großes Fest, das hier für euch spielen zu dürfen und endlich mal wieder zu plötzen. Ja, also, das ist super cool. Wir haben uns das auf jeden Fall auch überlegt. Wir werden auch in Zukunft jetzt wieder öfter plötzen. Unser hauseigener Weihnachtsmann ist jetzt die nächste Zeit einfach nicht dabei, weil der muss... Das tun, was Weihnachtsmänner um diese Jahreszeit tun. Genau, frisch. Die Rute auspacken und alle hauen die Böse waren. Nein. Egal, also frisch geschlagene. Frisch geschlagene Tannenbäume an wehrlose Weihnachtssüchtige zu verteilen. Also von daher wird uns der Jan da jetzt die nächsten Wochen fehlen, aber wir haben ihm schon gesagt, das ist kein Problem, wir werden ihn freudig ersetzen. Chris wünscht sich schon wieder eine weitere Runde Chainsaw Warrior, weil ich konnte ihn nicht davon überzeugen, dass das Spiel faktisch nicht zu gewinnen ist. Doch, also, wir schaffen das, Chat, oder? Ja, ich glaube nicht. Tim. Also da können wir mal so eine Silvesterfolge durchmachen. Und was machen Chris und Markus? Er rennt in dieses Haus. Genau, und das ist jetzt Runde 385. Das ist der Counter. Habe ich schon mal erwähnt, dass es dazu sogar eine Erweiterung bei Dwarf gab? Es gab eine Erweiterung, die nannte sich An American Chainsaw. Und da sind so ein paar Erweiterungssachen irgendwie mit drin. Frag mich nicht. Ich hab das nur gelesen, als ich mich über das Spiel informiert habe. Es gab eine Erweiterung bei Dwarf. Wenn du die Nummer hast, kann ich es raussuchen. Du bist eine verdammt geile Sau. Die suche ich dir raus. Oh, bitte. Okay, gut. Also ihr seht, wir geben alles für euch. Und wir freuen uns auf eine weitere Runde. Ulysses Plötz, dann mal gucken. Vielleicht haben wir eine Chance, nächste Woche dann mal reinzuhacken. Ja, mal gucken. Ja. Wir werden was Schönes raussuchen. Chris und ich, wir zwei beide. Vielleicht suchen wir uns noch irgendjemanden aus der Firma, der sich nicht hart genug wehrt. Ja, cool. Geil, dass ihr eingeschaltet habt. Aber damit endet es noch nicht, weil die liebe Inge wird uns bestimmt noch mitteilen, was noch die Woche passiert. Genau, wir würden uns nämlich freuen, wenn ihr am Donnerstag ab 18.30 Uhr zu Anno DSA zumal einschaltet. Wir reden diesmal über die DSA 4 Einsteigerbox. Nee, Basisbox. Basisbox. Genau, und natürlich sind Steff und Nico wieder mit dabei und diesmal der Alex Spohr. Ein Gast von hier, sozusagen. Ein Gast von hier. Ein genau. Gast von intern. Also 18.30 Uhr am Donnerstag auf jeden Fall einschalten und nächste Woche geht es natürlich wieder weiter mit Unearthed Flashing Plate, vielleicht Finale. Alle Männer natürlich. Wir haben einen Redax Insight und so weiter und so weiter. Also es... ne? Inhalt. Genau. Ja. Und Stichwort Flashing Blades. Falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet, wir spielen momentan ja Flashing Blades, auch nächste Woche dann wieder als nach Alte Männer, ein Mantel- und Degen-Rollenspiel aus den 80ern. Wirklich hervorragend, großartiges Spiel. Und weil euch das so begeistert hat, weil es uns so begeistert hat, weil wir so unglaublich viel Spaß an dem Spiel haben, haben wir es geschafft, Fantasy Games Unlimited dazu zu überreden, dass wir eine deutsche Version dieses Originals aus den 80ern herausbringen dürfen. Das ist das erste Mal, dass wir bei Ulysses Classics eine Neuübersetzung machen. Und wenn ihr euch dafür interessiert, schaut doch einfach mal im F-Shop vorbei oder geht einfach auch auf unsere Website, da kriegt ihr alle Informationen dazu. Es wird wieder ein schicker Hardcover-Band, frisch alles gemacht, übersetzt, sind wir gerade dran. Und alles, was es jemals für das Spiel gab, zusammen in einem großen Band. Das heißt, ihr habt die Regeln und ihr habt insgesamt 12 Abenteuer, meine ich, werden es. Also richtig viel Material, Zusatzmaterial auch noch für Mantel und Degen, dann auch mit Piraten, Karibik und alles, was dazugehört. Also es lohnt sich und wir würden uns natürlich total freuen, wenn ihr uns dabei unterstützt, weil dann können wir auch in Zukunft auch solche Sachen öfter machen. Das wäre natürlich total cool. Und wir freuen uns immer drüber, wenn wir gute Ausreden finden, warum wir hier mit euch zusammen vor der Kamera Sachen spielen müssen, statt zusammen zu Hause irgendwie aus Versehen Zeit mit unserer Familie verbringen zu müssen. Also von daher total geil. Wir finden das super, wenn ihr uns dazu nötigt, hier weiterhin für euch spielen zu können. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen. Schaltet wieder mit ein. Lasst uns einen Daumen hoch da. Wir freuen uns über alles. Und egal, was ihr sonst tut, bleibt gesund. Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss.